Sie leben unter der Erde. Die folgenden Dokumente wurden in dem Versuch zusammengestellt, ein klares Bild von den ungewöhnlichen Ereignissen zu zeichnen, die zur Aussiedlung von Stevensville, Colorado am 18. Juli 1987 führten. Die offizielle Erklärung für die Evakuierung der Stadt ist ein unterirdischer Kohlebrand, der durch ein ungewöhnlich zerstörerisches und starkes Erdbeben verursacht wurde. Mit diesen Beweisen hoffe ich, diese Sichtweise zu ändern. Zeitungsausschnitt aus dem Stevensville Herald, 17. April 1987. McClintock Kohlebergwerk gräbt neuen Schacht. Die McClintock Kohlemine gräbt in den nächsten Monaten einen neuen Schacht. Victor Briggs, der Vorarbeiter des Bergwerks, erklärt: Das Unternehmen ist schon seit einiger Zeit an einer Erweiterung interessiert. Die anderen Schächte bringen nicht mehr so viel Kohle ein und die zunehmende Mechanisierung hat zu Entlassungen geführt. Julian McClintock ist der Ansicht, dass die beste Lösung darin besteht, einen neuen Schacht anzulegen. Jüngste geologische Untersuchungen haben ergeben, dass es am vorgeschlagenen Standort von Schacht 8 große Kohlevorkommen geben könnte. Diese Erweiterung wird Dutzende von neuen Arbeitsplätzen bringen, die diese Stadt dringend braucht. Andere hingegen sehen diese Entwicklung weniger positiv. Ein neuer Schacht bedeutet mehr Umweltverschmutzung für eine größere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, so Diana Snyder, Vorsitzende der Thomas County Conservation Society. Unsere Gier zerstört unseren Planeten. Sehen Sie sich nur an, was mit dem Larks Creek durch die Abwässer der Minen bereits passiert ist. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was für eine Welt unsere Kinder erben werden. Bürgermeister Mitchell hat auf die jüngste Kritik reagiert und erklärt: Wir müssen uns auf unsere Bürger konzentrieren, nicht auf einen Haufen Bäume. Diese Umweltschützer verstehen nicht, dass wir Arbeitsplätze viel mehr brauchen als eine schöne Aussicht. Wenn Frau Snyder so besorgt um die Welt ist, die unsere Kinder erben werden, sollte sie sich überlegen, ob ein verarmtes Kind lieber eine schöne Aussicht oder etwas zu essen haben möchte. Julian McClintock, Eigentümer des McClintock-Bergwerks, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Zeitungsausschnitt aus dem Stevensville Herald, 10. Mai 1987. Geologe verblüfft über jüngste Erdbeben. Dr. Catherine Hendricks vom Thomas County Geological Institute kann sich die jüngsten Beben, die sich scheinbar um Stevensville konzentrieren, nicht erklären. Es ergibt einfach keinen Sinn, sagte Hendricks. Es stimmt mit keiner der geologischen Informationen überein, die wir für dieses Gebiet haben, und die seismografischen Daten sind einfach bizarr. Die Beben, die Anfang dieser Woche begannen, waren alle ungewöhnlich stark für diese Region und hatten eine durchschnittliche Stärke von 4,6 auf der Richterskala. Es wurden zwar keine Verletzten gemeldet, doch haben die Beben zu spürbaren Erschütterungen und lautem Grollen geführt. Die Bezirksbehörden raten den Einwohnern von Stevensville, bis auf Weiteres ihre Wertsachen einzupacken und zu sichern. Tagebucheintrag von Ronald Winson, 3. Juni 1987. Ich wurde heute zur Arbeit auf Schacht 8 versetzt. Das hat mich nicht wirklich gestört, es ist größtenteils die gleiche Arbeit, die ich schon seit einer Weile mache, auch wenn einige der Geräte etwas neuer sind. Das Management hatte recht, es gibt viel mehr Kohle in diesem Gebiet und sie scheint auch von viel besserer Qualität zu sein. Ich freue mich auf die Gehaltserhöhung, mehr Geld für die gleiche Arbeit ist immer gut. Das Einzige, was mich stört, sind zwei der neuen Arbeiter. Ich glaube, sie heißen Jim und Robert. Irgendetwas an ihnen ist einfach nicht in Ordnung. Sie bedienen die Maschinen sehr gut, sogar ausgezeichnet. Aber sie reden nicht viel und haben immer dieses dämliche Grinsen im Gesicht. Immer wenn ich versuche, mich während der Arbeit mit ihnen zu unterhalten, starren sie mich nur ausdruckslos an und lächeln idiotisch, als ob sie durch mich hindurchsehen würden. Ich dachte, es läge vielleicht nur an mir, aber ich habe meinen Kumpel Charlie danach gefragt und auch ihm kommen sie merkwürdig vor. Vielleicht stimmt ja wirklich etwas mit ihnen nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht bei Victor ansprechen. Tagebucheintrag von Ronald Winson, 4. Juni 1987. Ich habe heute mit Victor gesprochen und es ist etwas Seltsames passiert. Das Gespräch fing ganz normal an, nichts schien ungewöhnlich. Er fragte mich nach meiner Frau, wie es mir geht und so weiter.
Aber als ich Jim und Robert erwähnte, wurden seine Augen leer und er bekam dasselbe dämliche Lächeln im Gesicht. Er sagte nur so etwas wie, »Oh, mach dir nichts daraus, sie sind nur ein bisschen schüchtern, kein Grund zur Sorge.« Ich versuchte ihm erneut zu erklären, was mit ihnen los war, aber er wiederholte dieselben Worte in exakt demselben Tonfall. Ich habe es dabei belassen und das Thema nicht weiter vertieft, denn wenn ich ehrlich bin, hat es mich bis ins Mark erschüttert. Er klang wie ein anderer Mensch, oder nein, viel eher wie eine Art Maschine. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Ich habe es Charlie gegenüber erwähnt und er fand es wirklich seltsam. Er denkt, es könnte sich um eine Art bizarren Streich handeln, aber ich weiß nicht. Tagebucheintrag von Ronald Winson, 5. Juni 1987. Ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr davon ertragen kann. Irgendetwas läuft hier zutiefst und furchtbar falsch. Charlie verhält sich jetzt auch anders. Ich arbeite schon seit Jahren mit diesem Kerl zusammen. Ich habe mich gefreut, als er auch zum Jahrenschacht 8 versetzt wurde. Ich war froh, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Aber jetzt hat er das gleiche dämliche Lächeln und den gleichen ausdruckslosen Blick wie Jim und Robert. Er schien mich nicht einmal zu erkennen, als ich ihn vorhin gegrüßt habe. Ich hoffe, das ist alles nur ein dummer Streich. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. Tagebucheintrag von Ronald Winson, 8. Juni 1987. Ich habe heute gekündigt. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ich bin vom Wochenende zurückgekommen und hatte gehofft, dass alle mit diesem verdammten Scherz aufhören würden. Aber es ist noch schlimmer geworden. Jim hat sich die Hand in den Trittstufen eines Baggers eingeklemmt. Er hat sich fast den ganzen Arm abgerissen. Ich habe solche Unfälle schon öfter gesehen. Aber es war nicht das zerfetzte Fleisch oder das spritzende Blut, das mich erschüttert hat, sondern seine Reaktion. Er starrte einfach nur stumpfsinnig vor sich hin und lächelte wie ein gottverdammter Idiot, ohne mit der Wimper zu zucken, als die Maschine ihm den halben Arm abriss. Am Ende meiner Schicht reichte ich meine Kündigung ein. Ich habe ihnen gesagt, dass ich zwar eine zweiwöchige Kündigungsfrist habe, aber dass ich nie wieder dort auftauchen werde. Ich sah dasselbe dämliche Grinsen bei Victor, als ich ihm sagte, dass ich gehen würde. Die gleiche Leere in seinen Augen. Was zum Teufel ist hier los? Brief von Dr. Jeremy Hopkins an seinen Bruder Andrew Hopkins, 9. Juni 1987. Andy, ich schreibe dir heute, weil ich mir einfach etwas von der Seele schreiben muss. Du warst immer jemand, mit dem ich reden konnte, wenn es hart auf hart kam, und ich komme nicht damit zurecht, dass du mich hineinfressen muss. Gestern wurde ein Patient in die Notaufnahme gerollt, dem bei einem Bergbauunfall der Arm abgerissen wurde. Ich erspare dir die blutigen Details, ich weiß, dass du es nicht so gut verträgst. Es ist unnötig zu sagen, dass der arme Kerl in einem erbärmlichen Zustand war, als wir bei ihm ankamen. Er hatte ziemlich viel Blut verloren. Wir waren nicht sicher, ob er es schaffen würde. Du kennst mich ja, Andy. So etwas wie ein abgetrennter Arm ist nichts, was mich sonderlich aus der Fassung bringt. Aber das war es auch nicht, was mich beunruhigte. Es war die Tatsache, dass dieser Mann absolut keine Anzeichen eines Schocks zeigte. Er lächelte einfach nur ausdruckslos, mit einem völlig leeren Blick. Aber seltsamerweise schien er nicht in einem katatonischen Zustand zu sein oder so etwas. Er schaute sich um, antwortete sogar auf Fragen, wobei er immer mit ruhiger Stimme sprach. Dieses verdammte Lächeln verließ nie sein Gesicht. Noch merkwürdiger war, dass Beruhigungsmittel bei ihm nicht zu wirken schienen. Wir wollten versuchen, ihn zu betäuben, aber die Infusion zeigte keine Wirkung. Ich habe die Nadel dreimal überprüft, sie war in Ordnung, und auch mit dem Beutel gab es keine Probleme. Ich ließ die Krankenschwestern sogar die Medikamente austauschen, um zu sehen, ob wir ihm versehentlich falsch etikettierte Kochsalzlösung gegeben hatten. Aber das war egal, er wollte einfach nicht bewusstlos werden. Er starrte uns weiter kommentarlos an, während wir die Wunde säuberten und die Blutung stoppten. Danach untersuchte ich ihn gründlich. Ich wollte einen Blick auf seinen Kopf werfen, um zu sehen, ob er ein Traumata erlitten hatte, das seine völlig bizarre Schmerzlosigkeit oder seine Unfähigkeit, bewusstlos zu werden, erklären könnte. Er biss mich, als ich es versuchte. Sein dämliches Lächeln und seine leeren Puppenaugen änderten sich auch dann nicht. Er zuckte nur mit dem Kopf zu mir und biss mich fest in den Arm, als ich es versuchte. Nachdem ich ihn endlich losgeworden war und die Krankenschwestern ihn fesseln mussten,
und versucht hatten, ihn zu betäuben, was aber offensichtlich nicht funktionierte, lächelte er einfach weiter und starrte vor sich hin, selbst als er sich gegen seine Fesselung wehrte. Aber auch verschnürt hörte er nicht auf, sich zu gebärden. Schließlich konnte ich mir seinen Kopf genauer ansehen. Und was ich fand, verwirrte mich sehr. Es war kaum sichtbar, aber um seinen Kopf herum verlief eine dünne weiße Narbe. Wie in einem Cartoon, in dem jemandem das Gehirn operiert wird, indem man ihm einfach den oberen Teil des Kopfes wie den Deckel einer Schachtel abreißt. Am Anfang habe ich es kaum bemerkt, so schwach war sie. Es schaudert mich daran zu denken, was dann geschah. Wenn ich gewusst hätte, dass es so ausgehen würde, hätte ich nie getan, was ich getan habe. Ich wollte einen Blick auf sein Gehirn werfen und herausfinden, was passiert war und ob er operiert werden musste. Wir bereiteten das MRT-Gerät vor und schnallten ihn an. Er lächelte nur und starrte ausdruckslos vor sich hin. Er sagte überhaupt nichts, als wir ihn in das Gerät schoben. Er hat auch nichts gesagt, als wir den Schalter umgelegt haben. Er fing erst an zu reden, als es schon zu spät war. Erst als die Maschine ansprang, begann er zu schreien. Er schrie um Hilfe und flehte uns an, aufzuhören. Dann sagte er die Worte, die mich bis zum Tag meines Todes verfolgen werden. Er schrie: "Sie haben mir etwas in meinen Kopf gesteckt." Ich habe versucht, das MRT abzuschalten. Ich schwöre, ich habe alles richtig gemacht. Aber ich muss so in Panik geraten sein, dass ich ein bisschen zu lange gebraucht habe. Ich weiß, dass das unmöglich ist, aber es fühlte sich fast so an, als würde sich die Maschine wehren. Ich sah mit Entsetzen, wie sich das Fleisch wie von Würmern befallen zu winden begann, wie sich seine Venen ausdehnten und seine Augen umherflogen. Es konnten nur ein paar Sekunden gewesen sein, aber für mich verwandelte sich die Zeit in zähflüssigen Honig. Das Gesicht des Patienten wurde plötzlich ruhig. Und dann explodierte sein Kopf und Blut und Hirnteile verteilten sich über das gesamte Innere der Maschine. Inmitten der Blutspuren lagen Dutzende komplizierter Metallteile, die unter der starken Magnetkraft schnell zu schwachen Metallscheiben mutierten. Es tut mir leid, ich weiß, ich habe gesagt, ich würde nicht ins Detail gehen, aber ich musste es einfach jemandem erzählen. Die offizielle Erklärung ist, dass der Patient ein Schrapnell im Kopf hatte, was jedoch nicht dokumentiert wurde. Ich kann das nicht glauben. Ich konnte nicht genau sehen, was in seinem Kopf steckte, bevor die Überreste dessen sich verformten, aber ein Schrapnell war es beileibe nicht. Außerdem gibt es keine Aufzeichnungen darüber, dass der Patient jemals beim Militär gedient hat. Und jede Verletzung, die schwer genug ist, um so viel Metall in seinem Schädel zu hinterlassen, wäre sonst sicherlich irgendwo aufgezeichnet worden. Irgendjemand hat ihm das angetan. Ich habe 2 Wochen Urlaub für meine geistige Gesundheit bekommen. Ich hatte gehofft, ich könnte dich und Christine besuchen. Ich glaube, ich muss nach diesem Erlebnis ein paar vertraute Gesichter sehen. Es tut mir leid. Euer Jeremy. Mitschrift eines Interviews mit Dr. Natasha Albertson für die eingestellte Fernsehsendung Bizarre Mysteries, geführt am 13. Januar 2003. Der Interviewer ist Arthur Dennings. Also, Frau Albertson, wir haben gehört, dass Sie 1987 eine ungewöhnliche Erfahrung mit einer Autopsie gemacht haben. Deshalb bin ich doch hier, oder? Warum erzählen Sie uns nicht, was passiert ist? Nun, das ist etwas leichter gefragt als beantwortet. Aber ich werde mein Bestes tun. Es war, wenn ich mich recht entsinne, der 28. Juni, als ich involviert wurde. Etwa eine oder 2 Wochen zuvor war ein Bergarbeiter namens Roger Ansley nicht mehr aus dem Bergwerk zurückgekehrt. Seinem Partner zufolge hatte er sich schon einige Tage zuvor seltsam verhalten. Roger schien zu vergessen, wie man einfache Aufgaben erledigt, lächelte in unpassenden Momenten seltsam und starrte manchmal sogar stundenlang nur die Wand an, ohne zu blinzeln. Sein Partner hatte sogar erwogen, mit ihm zu einer Art Eheberatung zu gehen. Aber da sie in den 80er Jahren ein homosexuelles Paar waren, kam das für sie nicht wirklich in Frage. Also hoffte er einfach, dass es von alleine vorbeigehen würde und versuchte sein Bestes zu tun, um sich um ihn zu kümmern. Dann kam er eines Tages nach der Arbeit einfach nicht mehr zurück. Keine Erklärung, keine Nachricht, nichts. Er kam einfach nicht mehr zurück. Soweit ich weiß, haben ihn auch die Überwachungskameras nicht beim Verlassen der Mine aufgezeichnet. Es war, als ob er einfach verschwunden wäre. Hatte Roger Ansley eine medizinische Vorgeschichte in Bezug auf Geisteskrankheiten oder etwas Ähnlichem? Nein, überhaupt nicht. Er wurde von allen, die ihn kannten, als geistig gesund angesehen.
Er hatte keine Vorgeschichte von Depressionen, Schizophrenie, Angstzuständen, nichts. Gelegentlich trank er nach seiner Schicht in der Mine einen Drink oder rauchte eine Zigarette, aber nichts, was als Sucht gelten würde. Und soweit man sagen kann, hatte er nie irgendeine Form von illegalen Substanzen eingenommen. Er fing einfach aus heiterem Himmel an, sich seltsam zu verhalten und verschwand dann. Und wie kamen Sie ins Spiel? Nun, nachdem Roger ein paar Tage lang wie vom Erdboden verschluckt war, rief sein Freund schließlich die Polizei. Natürlich fanden sie nichts. Sie vermuteten, dass er aus der Stadt geflohen war oder etwas Ähnliches und gaben sich bei der Suche auch nicht viel Mühe. Jedenfalls tauchte er nach ein oder zwei Wochen aus heiterem Himmel am Waldrand auf, splitternackt und kaum atmend. Die Teenager, die ihn gefunden hatten, brachten Roger ins Krankenhaus, aber kurz nachdem sie angekommen waren, verstarb der arme Kerl. Damals arbeitete ich als Pathologin im Thomas County Hospital und es war meine Aufgabe, eine Autopsie an ihm durchzuführen. Ich wusste damals nicht, wer er war, da ich nicht in Stevensville wohnte und sich das Ganze noch nicht wirklich herumgesprochen hatte. Für mich war es nur ein weiterer Unbekannter. Was haben Sie dann herausgefunden? Zunächst einmal nichts. Äußerlich fiel mir nichts Ungewöhnliches auf, abgesehen von ein paar Kratzern und Ähnlichen, wie sie halt jemand hat, der nackt durch den Wald läuft. Er schien ein wenig unterernährt und dehydriert zu sein, aber nicht so schlimm, dass er daran gestorben wäre. Angesichts der Art und Weise, wie er gefunden wurde, dachte ich zunächst an eine Überdosis, bis ich einen Blick auf seinen Schädel warf. Was war denn mit seinem Schädel los? Es gab eine schwache Narbe um den gesamten Schädel herum, kaum sichtbar, es sei denn, man schaut sehr genau hin. Sie war viel zu präzise, um mit irgendeiner der damaligen Technologien gemacht worden zu sein. Es sei denn, dieser Bergarbeiter hatte eine höchst experimentelle Behandlung bekommen, von der ich noch nichts gehört hatte. Ich war ratlos. Also tat ich, was jeder anständige Pathologe tun würde. Ich öffnete seinen Schädel. Und was haben Sie gefunden? Nichts. Sie meinen, sein Gehirn schien normal zu sein? Nein. Ich meine, da war nichts drin. Sein Schädel war leer. Zeitungsausschnitt aus dem Stevensville Herald, 3. Juli 1987. Umweltgruppe verklagt McClintock-Mine. Die Thomas County Conservation Society kündigte am vergangenen Mittwoch an, die McClintock-Kohlemine wegen angeblicher Verstöße gegen den Clean Water Act zu verklagen. »Ich war erst gestern am Lark's Creek«, sagte Diana Snyder, Vorsitzende des TCCS. »Alle Fische da draußen sind furchtbar krank und das Wasser hat diese schreckliche violett-schwarze Farbe. Ich kann nicht glauben, dass nicht schon früher etwas unternommen wurde.« Julia McClintock, Eigentümer der McClintock-Kohlemine, erklärte in einem Schreiben an die Presse, »Ich verstehe die Besorgnis der TCCS, aber es ist alles in Ordnung. Ich lade Frau Snyder persönlich ein, unsere Anlage zu besuchen. Ich bin sicher, das wird sie beruhigen.« Zeitungsausschnitt aus dem Stevensville Herald, 7. Juli 1987. Umweltgruppe zieht Klage zurück. Diana Snyder, Vorsitzende der Thomas County Conservation Society, gab am Sonntag eine öffentliche Erklärung ab, in der sie ihr früheres Versprechen, die McClintock-Kohlemine zu verklagen, zurückzog. »Ich habe die Anlage persönlich in Augenschein genommen und es gibt keinerlei Verschmutzung. Die Anlage ist bemerkenswert sauber und umweltfreundlich. Es ist alles in Ordnung. Ich entschuldige mich dafür, dass ich die Öffentlichkeit in dieser Angelegenheit in die Irre geführt habe.« Mitschrift aus einer Sendung der Radioshow Richard Allisons Haunted America, 10. Juli 1987. In Ordnung, Leute. Als nächstes haben wir eine Anruferin namens Alice Hartford aus Stevensville, Colorado hier, um über ihre Erfahrung in einem Spukhaus zu berichten. Danke, Richard. Ich bin so froh, dass ich mit jemandem darüber sprechen kann. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Mrs. Hartford. Sagen Sie mir, wann genau haben Ihre Probleme angefangen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe zum ersten Mal am 4. Juli gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Vor knapp einer Woche. Ich habe mit meiner Familie und ein paar Freunden ein Grillfest im Garten gefeiert. Das Bier ging langsam zu Neige, also bin ich in den Keller gegangen, um welches zu holen. Wir haben es dort unten aufbewahrt, damit meine Tochter es nicht sieht und mit Limonade verwechselt. Und dann,
Nun, Sie werden denken, ich sei verrückt. Vertrauen Sie mir, Mrs. Hartford. Was auch immer passiert ist, Sie können es mir sagen. Meine Zuhörer und ich sind für alles offen. Wir verurteilen nicht. Nun, ich fing an, Stimmen zu hören. Ich konnte nichts von dem verstehen, was die Stimmen sagten. Es war definitiv kein Englisch, nur seltsame Klänge. Aber es waren auf jeden Fall Stimmen. Ich geriet in Panik. Ich hatte Angst davor, dass es Einbrecher hätten sein können. Also rannte ich die Treppe hoch und aus dem Haus und sagte, Mark, er solle runterkommen. Mark ist Ihr Mann? Ja, es tut mir leid, ich hätte das erwähnen sollen. Das ist schon in Ordnung. Bitte fahren Sie fort, Mrs. Hartford. Naja, Mark kam also mit und hat sogar sein verdammtes Gewehr mitgenommen, weil ich so eine Angst hatte. Aber die Stimmen hatten aufgehört, als wir wieder dort unten waren. Ich war sicher, ich würde verrückt werden. Tatsächlich war ich erst 2 Tage später davon überzeugt, dass ich es mir nicht nur eingebildet hatte. Oh, und warum war das so? Also, es war gegen Mittag. Mark war auf der Arbeit und meine Tochter Jessica war in der Schule. Ich war auf dem Weg in den Keller, um eine Ladung Wäsche zu waschen, als ich wieder diese Stimmen hörte. Einen Moment lang war ich besorgt, dass ich den Verstand verliere. Aber dann hatte ich eine Idee. Ich habe die Wäsche abgestellt und bin in Marks Büro gerannt. Er bewahrt dort ein Tonbandgerät auf, um sich Notizen zu machen, wenn er Arbeit mit nach Hause bringt. Jedenfalls nahm ich es mit in den Keller und begann mit der Aufnahme. Ich war mir sicher, dass ich nicht durchdrehen würde, wenn man die Stimmen auf der Aufnahme hinterher hören könnte. Und es hat funktioniert. Haben Sie diese Aufnahme noch? Ja, einen Moment. Was waren das für Geräusche am Ende der Aufnahme, Mrs. Hartford? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ich schien zu diesem Zeitpunkt ohnmächtig geworden zu sein. Und als ich aufwachte, war es ungefähr 3 Stunden später und ich lag mit dem Gesicht nach oben im Keller. Ich hatte eine hässliche Beule am Hinterkopf, also dachte ich sei die Treppe hinuntergefallen. Haben Sie seitdem die Stimmen nochmal gehört? Ja, fast jede Nacht. Ich habe versucht, es meinem Mann zu sagen, aber... Glaubt er Ihnen dann nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe versucht, es ihm zu sagen. Ich habe ihm sogar ein- oder zweimal die Aufnahme gezeigt. Aber er scheint das Gehörte einfach nicht verarbeiten zu können. Er schweigt einfach und lächelt dabei völlig ausdruckslos, bis ich das Thema wechsle. Er scheint gar nicht zu wissen, dass er das tut. Aber das ist... noch nicht das Schlimmste. Warum? Was ist noch passiert? Ich sagte ja, ich höre diese Stimmen jede Nacht. Und das meine ich auch so. Aber ich bin nicht absichtlich jede Nacht in den Keller gegangen, Mr. Allison. Ich wache einfach immer wieder dort auf, als ob ich schlafwandeln würde. Ich habe auch das Gefühl, als würde ich immer aufwachen, kurz bevor etwas Schreckliches passiert. Aber ich kann nicht erklären, woher dieses Gefühl kommt. Ob es diese Stimmen sind oder ob es etwas Unterbewusstes ist. Einmal habe ich schwöre es, sogar etwas dort unten gesehen und ich bekomme es einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Was haben Sie gesehen, Mrs. Hartford? Es war in der Dunkelheit noch schwer zu erkennen, aber es war klein. Vielleicht 1 Meter groß. Es sah aus wie ein Mensch, mehr oder weniger, aber die Proportionen waren falsch. Die Gliedmaßen schienen dünner zu sein, als sie sein sollten. Der Kopf war viel zu groß für seinen Hals. Und seine Augen, diese schrecklichen, seelenlosen Augen, die das schwache Licht reflektierten, das von der offenen Kellertür kam. Es schien in Panik zu geraten, als ich es bemerkte. Und... dann lag ich plötzlich wieder in meinem Bett mit einem furchtbaren Bluterguss an der Schläfe.
Ich muss mir auf dem Weg zurück ins Bett den Kopf gestoßen haben. Das geschah gestern. Also letzte Nacht. Ich habe höllische Angst davor, was heute Nacht passieren wird. Anonymer Brief an das Fortune Magazine Unknown Phenomena, 7. Januar 1993. An die Redaktion. Ich habe den Artikel über unterirdische Kohlebrände in der letzten Ausgabe gelesen und muss protestieren. Was sich am 18. Juli 1987 in Stevensville ereignete, war kein Kohlebrand, zumindest nicht vollständig. Ich bin weder Geologe noch kenne ich mich mit der Bergbauindustrie im Allgemeinen aus. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass mehr dahinter steckt. Ich erinnere mich, dass ich in dieser Nacht durch Schreie geweckt wurde. Ich rannte nach draußen, um zu sehen, was los war, und sah eine Szene wie in der Hölle vor mir. Ich sah Dutzende, vielleicht Hunderte von Menschen, die auf die McClintock-Kohlemine zumarschierten. Jeder von ihnen trug eine andere Person, die um ihre Flucht kämpfte. Sie marschierten alle im Gleichschritt, starrten geradeaus und lächelten eine unmenschliche künstliche Fratze, von der ich inständig hoffe, dass ich sie nie wiedersehen werde. Die Menschen in ihren Armen bettelten darum, losgelassen zu werden. Ich sah, wie einem der Lächelnden von der Person, die er trug, beide Augen herausgerissen wurden. Aber er ging einfach weiter wie ein gottverdammter Roboter. Haben Sie jemals einen Haufen Ameisen gesehen, die sich in einer geraden Linie bewegen? Diese totäugigen Maschinen waren genau das. Ein seelenloser Schwarm. Irgendwann kam ein Polizeibeamter auf mich zu und erklärte mir, dass es ein Kohlefeuer gäbe und ich von hier verschwinden müsse. Rauch quoll aus dem Boden und meine Sicht wurde etwas unscharf. Ich fragte ihn, warum die Leute in die Mine getragen wurden, und er sah mich nur mit leeren Augen und einem mechanischen Lächeln an und sagte, alles ist in Ordnung, es wird alles wieder gut. Ich machte mich so schnell wie möglich aus dem Staub, denn ich hatte Angst, dass man mich auch mitnehmen würde, wenn ich dort bliebe. Ich glaube, ich bin zu früh aufgewacht. Ich glaube nicht, dass ich sehen sollte, was ich gesehen habe. Erst als ich die Stadt verließ, hörte ich Sirenen und Polizeidurchsagen per Megafon. Das Schlimmste war aber nicht der seltsame Polizist oder dieser schreckliche Schwarm oder gar die ganze verdammte brennende Stadt, die evakuiert wurde. Es war das Ding, das ich sah, als ich dem sehnenlosen Schwarm den Hügel hinauffolgte. Ich konnte zwar nur flüchtige Blicke darauf erhaschen, aber ich schwöre, ich sah etwas anderes neben ihnen herlaufen. Wie ich schon sagte, ich konnte es nicht genau sehen. Es war dunkel und rauchig, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Es war etwa so groß wie ein Kind und trug seltsame Kleidung, wie eine Uniform, die man in einer dieser Science-Fiction-Sendungen sieht. Ich konnte seinen Kopf nicht genau sehen, aber ich konnte glänzende schwarze Augen und blasse weiße Haut erkennen. Das Ding bewegte sich falsch, wieder natürlich, als hätte es nicht die gleichen Muskeln und Knochen wie wir. Es verschwand in der Menge, nachdem ich von dem augenlosen Marschierer abgelenkt wurde. Aber ich schwöre, ich habe es gesehen. Ich schwöre, es war echt. Jedem, dem ich davon erzähle, denkt, dass ich wegen des Rauchs halluziniere. Aber ich weiß, dass das, was ich gesehen habe, echt war. Es ist egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Das müssen die Leser selbst entscheiden. Aber ich will verdammt sein, wenn ich das unter den Teppich kehre. Die Leute müssen es wissen. Das nun folgende und letzte Dokument ist mehr als ungewöhnlich. Es ist der zusammenhängendste Eintrag aus einem Tagebuch, das von einer nicht identifizierten Person geführt wurde, die sich nur als 251 zu erkennen gab. 251 wurde am 12. August 1992 in der Nähe des Eingangs einer U-Bahn-Station in Denver bewusstlos und nicht ansprechbar aufgefunden. Nach ihrer Genesung wurde 251 obdachlos, da sie aufgrund ihrer Geisteskrankheit keine Arbeit finden konnte. Sie starb am 2. Dezember 1995 unter unbekannten Umständen in einer Notunterkunft. Aufgrund des weitgehenden Verlusts öffentlicher Aufzeichnungen infolge des verheerenden Erdbebens vom 18. Juli ist es unmöglich zu überprüfen, ob 251 eine ehemalige Einwohnerin von Stevensville ist, aber ihr Tagebuch scheint diese Schlussfolgerung zu bestätigen. Der größte Teil des Tagebuchs ist unverständlich und besteht aus seltsamen Symbolen, Kritzeleien, Gekrakel und Aneinanderreihungen von Zahlen und Buchstaben. Aber der folgende Eintrag war relativ gut leserlich, wenn auch bizarr.
Tagebucheintrag der als W251 bekannten Person. Datum unbekannt. Mein Name. Mein Name. Sie haben meinen Namen weggenommen. Sie haben ihn mir herausgeschnitten, zerhackt und seziert und stattdessen etwas anderes hineingesetzt. Etwas Metallisches und Hartes. Und Scharfes, das ich spüre. Ich spüre, wie es meine Erinnerungen aufschneidet, wie das Skalpell eines Chirurgen. 251 ist eine Identitätsdifferenzierung. 251 war unwichtig. Nur die Arbeit, die ich für die Sonnenlosen leisten konnte, war wichtig. Sie sind unter vielen Namen bekannt. Dero und Kobold und Gray. Aber für mich sind es nur die Sonnenlosen. Denn sie verstecken sich vor der Sonne wie flatternde Silberfische, die vor einer baumelnden Glühbirne davonkrabbeln. Sie verstecken sich in den Hohlräumen. Sie sind zuerst durch die Minen aufgestiegen, indem sie Radiowellen und Gedankenpartikel benutzten und dem Eigentümer der Mine ins Ohr flüsterten. Seine Bezeichnung wurde 001. Er war der Erste, den sie nahmen. Sie mussten ihn weitgehend unversehrt lassen, denn wenn andere wüssten, was sie taten, wäre ihr Plan umsonst gewesen. Also kamen sie in Träumen, Visionen und Geräuschen zu ihm. Und er grub nach ihnen. Er grub hinunter in die Erde und holte sie aus den Hohlräumen heraus, als wären sie Kohle. Die Bergbauleute nahmen sie zuerst. Sie schnitten ihre Seelen heraus und setzten Maschinen, Drähte und Funkgeräte ein. Teilweise Umwandlungen waren am besten. Vollständige Umwandlungen täuschen niemanden. Zu auffällig. Manchmal nahmen sie einfach zum Spaß alles aus dem Schädel, um zu sehen, wie lange die betreffende Person noch durchhalten würde. Niemand kümmerte sich darum. Keiner wusste es. Die Polizei war schon längst infiltriert. Also war auch von ihnen keine Hilfe zu erwarten. Die Narben, die sie hinterließen, waren so klein, dass man sie kaum sehen konnte. Ich habe auch eine. Es war 718-1987. Nein, es war 18-7-1987, als sie erstmals an die Oberfläche kamen. Es ging ihnen einfach alles zu langsam. Sie brauchten Bauarbeiter und Versuchskaninchen. Also gruben sie sich schließlich nach oben. Es muss Nacht gewesen sein, denn die Sonne verbrennt die blasse Eierschalenhaut der Sonnenlosen. Die bereits Bekehrten halfen die restlichen benötigten Menschen zu besorgen. Sie brauchten nicht alle. Sie brauchten etwa nur ein Drittel. Der Rest konnte verbrennen oder fliehen. Und das spielte keine Rolle. Ich wurde von den anderen Belehrten in die Mine entführt und dort bearbeitet. Sie extrahierten alte Erinnerungen und setzten Regeln und Protokolle und kleine tickende Geräusche ein, die den Schlaf verhinderten. Auch irgendein Sendeempfängermodul haben sie mir über meinem linken Auge eingebaut. Ich arbeitete und arbeitete und arbeitete. Tage und Tage und Tage. Die Sonnenlosen stießen und schubsten mich und ihr schreckliches Kichern. Lachen füllte die gesamten Hohlräume aus. Wir bekamen den schlimmsten Schund zu essen und zu trinken, gerade genug, um am Leben zu bleiben und die Maschinen zu bedienen. Es war in der Nähe einer der Maschinen, als ich zerbrach, als das Sende-Empfänger-Modul ausfiel. Ich drückte stundenlang die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit. Eine Nanosekunde Verzögerung war nicht erlaubt. Bestrafung durch Schmerz. Die Toten in die Maschine schaufeln. Aber etwas ging schief und die Maschine versagte. Sie war so alt, uralt, prähistorisch, um unendliche Größenordnungen älter als wir. Eine Explosion von Strahlen und Magnetismus und das falsche Gehirn in meinem Kopf zerbrach wie Glas. Ich war frei. Ich konnte wieder schreien, weinen, denken, lieben und töten. Ich tötete einen Sonnenlosen. Ich schlug seinen knolligen Kopf gegen den harten, kalten Felsen, bis das warme, saure Blut wie Eigelb aus einem Ei floss und seine kalten, schwarzen Augen tot und leer waren. Ich nahm den Schmerzkasten mit und kletterte den kilometerhohen Ausgangsschacht hinauf in das blendende Licht der Oberwelt. Ich war frei. Jetzt bin ich kaputt und kann nicht mehr repariert werden. Die richtigen Teile fehlen, sind meilenweit unter der Erde. Es gibt Eingänge in U-Bahn-Schächten und in Aufzugsschächten und in den vergessenen Untergeschossen.
Aber ich bin frei und werde nie wieder zurückgehen. Ich wünschte nur, ich hätte noch meinen Namen. Der Autopsiebericht von 251 wurde trotz Aufforderung nicht veröffentlicht. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der sogenannte Schmerzkasten, an den sich 251 in den letzten Jahren ihres Lebens wie besessen klammerte, in den polizeilichen Unterlagen fehlt. Von den 1.348 ehemaligen Einwohnern von Stevensville, Colorado, sind noch 447 unauffindbar. Die gesamte Stadt ist verlassen und vergessen, abgesehen davon, dass sie gelegentlich auf einer Liste von Geisterstädten auftaucht. Die vorgestellten Dokumente sind alles, was darauf hindeutet, dass es jemals etwas Ungewöhnliches gab, das über einen einfachen Kohlebrand hinausging. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn manche Dinge begraben bleiben. Sinnsuche. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie das hier sehen wollen? Die dunkle Stimme des namenlosen Ordensmannes hallte dumpf durch die engen, von einem verwirrenden Gemisch aus veralteten Neonröhren und vereinzelten Fackeln beleuchteten Gänge. Er war nicht groß, höchstens 1,65 Meter, schlank, mit unauffälligem, nachdenklichem Gesicht und blassbraunen Augen. Er trug weder Mönchstonsur noch Glatze, sondern einen ordentlichen, aber nicht militärisch strengen Kurzhaarschnitt. Statt eines weiten Gewandes war er in einen eleganten schwarzen Anzug gekleidet, der jedoch mit einem aufgestickten Muster aus weißen Fäden verziert war, die den Eindruck erweckten, dass er im Begriff war, auseinanderzufallen. Wäre da nicht sein entschlossener Gang, hätte ich das auch durchaus für möglich gehalten. In seinen Augen lag die gleiche verzweifelte Leere, die ich auch in mir spürte, nur erweckte sie bei ihm nicht den Eindruck, gefüllt werden zu wollen. »Ja«, sagte ich entschlossen, »jetzt umzukehren wäre lächerlich. Ich hatte zu lange gesucht, war in zu viele Sackgassen geraten und zu vielen falschen Propheten gefolgt, um jetzt aufzugeben. Gerade jetzt, wo das Gefühl, an meinem Ziel zu sein, um so vieles stärker war als jemals zuvor.« Es war, als wäre dort hinten am Ende des Ganges ein Magnet, der mich unaufhaltsam zu sich zog, oder als würden meine von nun fast exakt einem Jahr durch eigene Hand gestorbenen Eltern mir ständig heiß, heiß, sehr heiß zurufen, so wie bei der Ostereiersuche in meiner Kindheit, als noch alles halbwegs in Ordnung gewesen war. »Das klingt mir sehr überzeugt«, sagte der Ordensmann. »Dennoch möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie noch immer die Möglichkeit haben, umzukehren und Ihre Zeit mit erfreulicheren Dingen zu verbringen. Sie können sich in fiktive Geschichten stürzen und die Lage unserer Welt ausblenden. Sie können sich schöne Dinge kaufen. Sie können Drogen nehmen. Sie können sich sexuellen Abenteuern hingeben. Sie können sich in einen Lifestyle von Verzicht und Askese flüchten und einen selbsterschaffenen Gott anbeten. Sie können sich mit der Formung Ihres Körpers beschäftigen oder irgendetwas anderes tun, was verhindert, dass Sie sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Es wäre womöglich besser für Sie, und ich würde Sie dafür nicht verurteilen.« »Das ist mir bewusst«, erwiderte ich. »Dennoch will ich sehen, was Sie mir zu zeigen haben.« »Wie Sie meinen«, sagte der Ordensmann schulterzuckend. Während ich ihm weiter in die Tiefe der schmucklosen, gleichförmigen Katakomben folgte, dachte ich dennoch über seine Worte nach. Er hatte recht, ich könnte mich betäuben und eine Zeit lang hatte ich das auch versucht. Aber es funktionierte nicht mehr. Die Illusion war schal geworden, der Rausch flach, und immer wenn ich in die wirkliche, äußere Welt zurückgekehrt war, war dort jeder Mensch, jedes Tier und jedes Ding von einem schattenhaften, unwirklichen Fieberglanz umgeben. Diesen Eindruck hätte ich sicherlich auf meine eigene Wahrnehmung zurückführen können, auf die beginnende Umnachtung eines vom Wahnsinn infizierten Intellekts.
oder die bittere, zynische Melancholie eines Enddreißigers, der wusste, dass ihn jeder weitere Atemzug von der wahrscheinlich aufregendsten und mit Sicherheit vitalsten Phase seines Lebens fortzerrte. Das wäre einfacher gewesen, denn es hätte mir die tröstende Gewissheit gegeben, dass die alte, bunte, faszinierende Welt meiner Kindheit und Jugend irgendwo fortbestehen würde, selbst wenn ich blind dafür geworden war. Doch das Grauen der faktischen Geschehnisse versperrte mir den Weg zu einer solchen Interpretation. Die Selbstmordraten waren in den letzten Jahren unaufhörlich und rasant angestiegen. Brutalste Gewalt hatte sich bis zur Alltäglichkeit ausgebreitet. Die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen und Unfälle war förmlich explodiert. Menschen ritzten und verstümmelten sich oder flüchteten sich in immer absurdere Extremsportarten. Meine Frau Tanja war ums Leben gekommen, als sie nackt auf einem glühenden, mit Nadeln gespickten Rad versucht hatte, über eine Grube voll kochendem Öl zu springen. Das mag lustig klingen, das Lachen bleibt einem aber schnell im Hals stecken, wenn man einmal den Geruch des letzten Menschen in der Nase gehabt hatte, der sich wenigstens noch gelegentlich für einen interessiert hatte. Die meisten kreisten nur noch um sich. Sie wandten sich anderen noch immer zu, wenn sie ficken oder Blut sehen wollten oder wenn sie jemanden suchten, der sie für irgendetwas, das sie taten oder waren, bewunderte. Aber wenn man versuchte, Trost bei ihnen zu finden oder ein ernsthaftes Gespräch zu beginnen, verloren sie schnell die Konzentration und das Interesse. Etwas war gehörig aus den Fugen geraten und jeder von uns versuchte auf seine Weise die Balance wiederzufinden oder sich durch ihre vollkommene Negierung endlich wieder zu spüren. Viel schlimmer als all diese Ereignisse war jedoch der Schrecken, der sich in mir selbst aufgestaut hatte und der mich sinister angeglotzt hatte, wann immer ich mich getraut hatte, den Vorhang meiner Seele auch nur ein kleines Stück zu heben. Das Haus meiner selbst war dabei zu verfallen. Die Wände waren gesplittert, die Fenster verschmiert und blind, die Tapeten fleckig und pilzbewachsen. Alles stank feucht und modrig, und was mich aus den Lücken und Spalten, aus den schäbigen Schränken und aus dem Schutz der verfallenen Möbel ansah, war noch schlimmer. Eine gierige, saugende Finsternis, die schon das Fundament gefressen hatte und sich bereit machte, sein Mahl zu vollenden. Und das meine ich nicht nur metaphorisch. Die Präsenz war wirklich da. Körperlos, aber nicht machtlos. Seelenlos, aber nicht ohne Bewusstsein. Mit der Zeit bemerkte ich, dass sich dieser Zustand verschlimmerte, je länger ich versuchte, die Augen davor zu verschließen. Es war ähnlich wie beim Bildnis des Dorian Gray. Ein gut verborgenes, aber doch stets im Hinterkopf präsentes Geheimnis, dessen Hässlichkeit sich immer weiter verstärkte. Also entschied ich, mich hinzusehen. Ich hörte auf, wie ein Verrückter nach immer neuen Strohhalmen zu greifen, die oft schon bei bloßer Berührung zerbrachen und meinen Fall in den Abgrund kaum würden aufhalten können. Stattdessen begann ich, nach dem Grund für all das zu suchen. Und hier war ich nun, am Ende meiner langen, verworrenen, ermüdenden Suche. Tief unter der Erde, in den Eingeweiden einer verlassenen Ordensburg, eines Ordens, der von seinem Habitus kaum hätte atheistischer und unesoterischer hätte sein können. Dazu passte auch, dass jene Tür, hinter der das große Geheimnis verborgen sein sollte, das mir mein Führer zu sehen versprochen hatte und die nun auch in meinem Blickfeld erschien, jeglicher Mystik entbehrte. Sie war aus dunklem, gepflegtem Holz gefertigt. Keine Sprüche, keine Symbole, keine Türklopfer oder komplizierte Mechaniken mit Dämonengesichtern. Nicht einmal ein Schloss, sondern nur ein einfacher metallener Türgriff. Der Ordensmann machte auch keine dramatische Pause mehr, als ich neben ihm vor der Tür stehen blieb. Er warf mir keinen fiesagenden Blick zu, denn sein Blick hatte nichts mehr zu sagen. Er sprach keine bedeutenden Worte mehr, denn alle Worte waren gesagt und alle Warnungen ausgesprochen worden. Er öffnete lediglich die Tür und gewährte mir den Blick auf das, was dahinter lag. So unspektakulär die Tür gewesen war,
So bemerkenswert war der Raum dahinter. Eine gewaltige Halle mit kuppelförmiger Decke. Sowohl an den Wänden als auch an der Decke waren Dutzende gleichermaßen organische wie metallisch wirkende, mehrfach gekrümmte Leitungen angebracht, die wie abgeschnittene Arterien und Venen aus dem Mauerwerk ragten und sich allesamt zu einem imaginären Zentrum vereinigten. Ja, ich sage imaginär, denn an dem Ort, an dem die Leitungen zusammenliefen, gab es schlicht nichts außer diese Leere. Diese Abwesenheit von etwas, das ganz selbstverständlich da sein sollte, ja geradezu da sein musste, stach schmerzhafter in meine Augen, als jedes noch so intensive Licht es je gekonnt hätte. Es faszinierte mich, aber diese Faszination währte nur kurz, so wie jede Faszination in diesen Tagen. »Was ist das?« fragte ich den Ordensmann. »Das Feuer der des Lebens«, antwortete dieser gleichmütig. Zumindest war es dies einst. Wie Sie sehen können, brennt es nicht mehr. »Wann ist das geschehen?« fragte ich tonlos, während ich wie hypnotisiert auf die Stelle starrte, um die sich die Leitungen wie verzweifelte Welpen auf der Suche nach den Zitzen ihrer toten Mutter wandten. Von Zeit zu Zeit gewann ich den Eindruck, dass sich Präsenzen dort in der Leere bewegten, unsägliche Nichtdinge, die mich beobachteten, und voll Freude erkannten, dass ihre Brüder bereits tief in mir Fuß gefasst hatten. Der Ordensmann zuckte mit den Schultern, als ginge ihn das alles gar nichts an. Vor etwa 30 Jahren fing es an, kurz nach dem Fall der Mauer. Sie haben sicher schon einmal den Spruch vom Ende der Geschichte gehört? Nun, anscheinend war mehr Wahres an dieser Theorie, als sich ihr Urheber hätte erträumen können. Einst hat es hier drin geleuchtet, wie auf einem Weihnachtsmarkt. Alles war von warmem, pulsierendem Licht erhellt gewesen, von reiner, unverfälschter Energie. Viele Jahrhunderte lang haben wir das Feuer gehütet, welches in seiner Gestalt eher an eine kleine Sonne erinnert hatte, und allein in seiner Nähe zu sein, war eine Gnade gewesen. Doch plötzlich hat das Licht zu flackern begonnen, wurde immer kleiner, so als würde es von irgendeiner unsichtbaren Kraft konsumiert. Um die Jahrtausendwende war es bereits kleiner als ein Fußball gewesen. Etwa im Jahr 2012 ist es dann gänzlich verschwunden. Aber das ist 11 Jahre her und die Veränderungen begannen doch erst vor 3 Jahren, warf ich ein. Der Mann schüttelte den Kopf. Sie begann schon weit vorher. Die meisten Menschen haben es nur in ihrer Routine und Verblendung nicht bemerkt. Sie haben gedacht, okay, die Welt ist ein wenig seltsam geworden, aber das ist sie doch schon immer gewesen, oder? Gut, die Menschen haben verrückte Dinge getan, aber das tun sie eben von Zeit zu Zeit. Wir wussten schon lange, was passieren würde. Menschen wie Sie haben dafür etwas länger gebraucht und viele andere haben es selbst jetzt noch nicht erkannt. Das ist ja auch verständlich. Es gab keinen großen Knall, kein singuläres apokalyptisches Ereignis. Nein, die Dinge laufen einfach noch eine Zeit lang weiter, wie ein Huhn, dessen Kopf man abgeschlagen hat. Da ist es leicht, es zu ignorieren. Inzwischen aber gehen diese Zuckungen zu Ende. »Wer hat das Feuer erschaffen? Gott?« fragte ich. »Möglich. Vielleicht aber auch Satan. Ein seltsamer physikalischer Zufall oder ein paar Außerirdische, die es entzündet haben, damit unsere Reality-Show hier in Gang kommt. Wir wissen es nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass uns keine Zeit bekannt ist, in der es noch nicht existiert hatte. Bis jetzt zumindest.« Jedenfalls sollten Sie sich keine falschen Hoffnungen machen. Niemand wird eingreifen, um uns zu retten. Andererseits hätte er es schon längst getan. Wie viel Zeit haben wir noch? Wollte ich wissen. Schwer zu sagen. Womöglich Monate. Vielleicht Jahre. Vielleicht auch nur Wochen. Und dann? Der Ordensmann schien zu überlegen. Schließlich aber sagte er, »Dann sind wir frei.
frei zu vergehen, im ewigen, gedankenlosen Schlaf. Keine Angst mehr, keine quälende Unruhe, kein Gefühl der Sinnlosigkeit. Es wird ein Segen sein. Er sagte das mit fester, beinahe optimistischer Stimme, aber in seinen matten, halbtoten Augen erkannte ich, dass er es tief in sich besser wusste, auch wenn er sich dieses Mantra wahrscheinlich selbst in jeder seiner leeren, hoffnungslosen Nächte so oft eingehämmert hat, dass er fast daran glaubte. Es mochte sein, dass wir schlafen würden, aber es würde kein friedlicher, ungestörter Schlaf sein. Es würde Träume geben, endlose Träume. Und wovon diese Träume handeln würden, davon kündeten bereits jene gestaltlosen Dinge, die sich in den wachsenden Lücken im Gewebe der faulenden Realität vermehrten. Wir sprachen kein weiteres Wort mehr. Ich fuhr einfach nur nach Hause und zwängte mich in die ausgehöhlte, demaskierte Hülle meines gewohnten Lebens, so gut es eben ging. Wie jeder andere gehe ich Tag für Tag zur Arbeit, schlafe, erwache, esse und betäube mich mit allem, was ich finden kann. Wie jeder andere warte ich auf das Ende. Der einzige Unterschied ist, dass ich weiß, dass es kommen wird. Die Falltür im Keller. Was dahinter lauert, hätte für immer unentdeckt bleiben sollen. Ich glaube, es ist an der Zeit, es mal laut auszusprechen. Es ist nicht mal so gruselig, in deinem Keller zu schlafen, wie es das war, als wir noch klein waren, sagte Harry, während er lethargisch auf seinem Schlafsack lag. Einen Arm an den Kopf gestützt, mit dem anderen kratzte er sich den Bauch, welcher unter seinem Shirt herausguckte. Eli stimmte dem nur mit einem widerwilligen »Mhm« zu. Die beiden Jungs waren seit ihrer Vorschulzeit beste Freunde und das uralte Kinderritual der Übernachtung war lange Zeit einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen gewesen. Obwohl sie meistens in den Schlafzimmern des jeweils anderen schliefen, wählten sie manchmal auch weniger konventionelle Schlafplätze, um die Sache interessant zu halten. Sie schliefen in ihren Wohnzimmern, zelteten in ihren Hinterhöfen und vor ein paar Jahren hatten sie versucht, die Nacht auf dem Friedhof der Stadt zu verbringen. Diese Mutprobe hatten sie beide verloren, noch bevor die Sonne unterging. Die Begegnung mit einem sanftmütigen älteren Herrn, der nach anfänglicher Zurückhaltung eine ziemlich morbide Vorliebe für Friedhöfe zugab, hatte ihnen einen gehörigen Schrecken eingejagt. Keiner von ihnen wollte herausfinden, was er nach Einbruch der Dunkelheit anstellen würde. Trotz dieses Missgeschicks war der einzige Ort, an dem sie geschlafen hatten und der ihnen wirklich Angst gemacht hatte, Elis Keller, aber keiner von ihnen konnte sich wirklich erinnern, warum. Er war nicht einmal baufällig. Es war ein voll ausgebauter Keller mit Bad, Waschsalon und einem großen Aufenthaltsraum. Zugegeben, er war etwas spärlich möbliert und in der Ecke stapelten sich eine Menge Vorratsbehälter. Aber wo sollte man sonst so etwas lagern, wenn nicht im Keller? Vielleicht war es nur die ungewohnte Perspektive, sich unter ebenerdigen Fenstern zu befinden, oder das klaustrophobische Gefühl der Verletzlichkeit, das sich einstellte, wenn man unter der Erde und unter einem ganzen Haus befand. Aber als die Jungs das letzte Mal versucht hatten, unten zu schlafen, waren sie beide schreiend nach oben gerannt und hatten sich geschworen, sich nie wieder nach unten zu wagen. Das war nun schon Jahre her und keiner von ihnen konnte sich genau daran erinnern, was es gewesen war, das sie so sehr erschreckt hatte. Wahrscheinlich war es nur ein Waschbär oder ein Opossum oder etwas anderes, das damals ans Fenster kam, schlug Eli vor. Selbst für kleine Jungs waren wir damals ziemlich große Weicheier. Ich bin weder jetzt ein Weichei, noch war ich damals eins, erwiderte Harry mit einem Anflug von spöttischer Entrüstung. Und ich glaube, das war es damals auch nicht. Ich erinnere mich, dass ich vor etwas geflohen bin, vor etwas, das hier unten bei uns war. Na, das war damals unsere Einbildung.
Wir waren jung genug, dass es uns Angst machte, ohne die Aufsicht eines Erwachsenen zu sein. Und hier unten allein zu sein, fühlte sich praktisch an, als wären wir allein zu Hause. Jeder Schatten oder jedes Geräusch hätte uns wie ein Monster erscheinen können, erklärte Eli. Aber danke, dass du mit mir nach unten gekommen bist. Es war nicht wirklich cool, so lange Schiss vor meinem eigenen Keller zu haben. Ich hätte das schon vor langer Zeit tun sollen. Du brauchst mir nicht zu danken. Jetzt hast du keine Ausrede mehr, deine Wäsche nicht selbst zu waschen, grinste Harry. Er streckte sich wie eine Hauskatze und gab ein Gähnen von sich, das eher nach aufrichtiger Langeweile als nach Müdigkeit klang. Nun, da das sich in die Hose scheißen vor Angst vom Tisch ist, was willst du den Rest der Nacht machen? Ich glaube, im Schrank sind noch ein paar alte Brettspiele. Wahrscheinlich wurden sie seit Jahren nicht mehr angefasst, schlug Eli vor. Ich bin dabei, lächelte Harry und richtete sich auf. Cool, ich schau mal nach. Kannst du das Sofa ein bisschen zum Tisch ziehen, damit wir uns heraufsetzen können? Fragte Eli. Harry nickte und machte eine bejahende Handgeste. Eli hörte, wie das Sofa unter Anstrengung über den Hartholzboden geschleift wurde, während er selbst den Stapel Spiele durchsuchte. Er verharrte, als er hörte, dass Harry sein Unterfangen abrupt gestoppt hatte. »Na komm schon, du bist doch nicht etwa schon aus der Puste«, stichelte Eli, ohne sich die Mühe zu machen, hinter sich zu schauen. »Ein Typ mit deinen Bauchmuskeln und deinem Bizeps sollte schon in der Lage sein, so ein kleines Sofa ein paar Zentimeter zu ziehen.« Eli, was ist das?« fragte Harry und sein verzweifelter Tonfall traf Eli völlig unvorbereitet. Er rannte sofort zu seinem Kollegen, um zu sehen, was dieser hinter der Couch gefunden hatte und was ihn binnen eines Wimpernschlags völlig zu verunsichern schien. Es war eine Falltür, eine Luke, die direkt in den Boden eingelassen war und von dem Sofa zur Gänze verdeckt wurde, wobei eine kleine Vertiefung an der Seite die Chance bot, sie zu öffnen. Die beiden Jungs starrten einen Moment lang mit großen Augen auf die Falltür, wobei ihnen alle möglichen Erklärungen und Schlussfolgerungen für ihre Existenz durch den Kopf gingen. »Sag mir, dass du wusstest, dass sie dort war«, stotterte Harry schließlich. »Ich bin doch nie hier unten«, antwortete Eli. »Ja, aber meine Eltern schon. Sie müssen davon wissen. Auf keinen Fall hätten sie eine Falltür im Keller übersehen.« »Die Couch ist ziemlich alt. War die schon da, als deine Eltern das Haus gekauft haben?« fragte Harry. »Ich hab keine Ahnung«, gab Eli zu. »Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Ersten sind, die die Couch jemals verschoben haben. Ich bin sicher, meine Eltern wissen davon.« Harry kniete sich hin und schob seine Finger unter die Vertiefung. »Was tust du da?« zischte Eli. »Ich muss einfach wissen, was darunter ist«, antwortete Harry und zog so fest er konnte an der Tür, doch sie rührte sich keinen Millimeter. »Ach, siehst du, sie lässt sich nicht einmal öffnen. Wahrscheinlich wurde sie versiegelt, bevor wir überhaupt eingezogen sind, weshalb meine Eltern mir nie etwas davon erzählt haben.« »Ich spüre aber etwas. Etwas Metallisches, wie ein Schloss«, behauptete Harry, während er seine Finger weiter in die kleine Vertiefung schob. »Ich frage mich, ob...« Auf das Geräusch von gleitendem Metall folgte ein leises Klirren und die Tür sprang auf. Ein stechender, muffiger Geruch von Schimmel und abgestandener Luft drang nach oben. In dem Loch befand sich eine steile, schmale Treppe aus verrottenden Holzbrettern, die in den pechschwarzen Untergrund hinabführte. »Heilige Scheiße«, keuchte Harry. »Okay, wir haben also ein zweites Kellergeschoss. Das ist gar nicht so unheimlich. Könnte ein Wurzelkeller oder sowas sein«, zuckte Eli mit den Schultern. »Wahrscheinlich ist er nicht bewohnbar. Deshalb ist er ja auch zugedeckt. Mach die Tür zu und wir fragen morgen früh meine Eltern danach.« Zu Elis Verdruss tat Harry nichts dergleichen. Er starrte einfach weiter in das schwarze Loch mit einer komischen Mischung aus Angst und Neugier. »Ich muss wissen, was da unten ist«, sagte er entschlossen und griff nach einer Taschenlampe und einem alten Baseballschläger, den er als Waffe benutzen wollte. »Was? Harry, hast du keine Ahnung, wie gefährlich das sein könnte?«, protestierte Eli. »Die Stufen könnten brechen. Da unten könnte giftiger Schimmel oder Gas sein. Oder vielleicht sogar etwas Lebendiges.« Harry leuchtete mit der Taschenlampe die Treppe hinunter und stellte fest, dass es nicht mehr als 7 Meter bis zum Boden waren. »So ein Sturz nach da unten wird uns nicht umbringen. Lass uns einfach hinuntergehen und einen kurzen Blick reinwerfen.
dann wissen wir, dass wir nichts zu befürchten haben«, schlug Harry vor. »Na ja, klar, weil Geschichten, in denen zwei Nerds durch fremde, düstere Tunnel schleichen, immer ein Happy End haben«, erwiderte Eli. »Du hast selbst gesagt, dass es wahrscheinlich nur ein alter Wurzelkeller ist. Hör auf, so eine Pussy zu sein. Selbst wenn er ursprünglich dafür gedacht war, heißt das nicht, dass der letzte Besitzer ihn nicht dafür benutzt hat, Leichen zu verstecken. Ich habe gerade meine Angst vor diesem beschissenen Keller überwunden. Ich will nicht schon wieder Schiss vor meinem Keller haben. Wir sind doch in diesen Keller gegangen, um unsere Angst davor zu überwinden. Und das ist ein Teil des Kellers, also sollten wir auch hier runtergehen«, argumentierte Harry. Eli verschränkte die Arme und biss sich auf die Unterlippe, während er über die Argumentation seines besten Freundes nachdachte. »Na gut, wir sehen uns das kurz an. Aber ich hole mein Handy.« Eli zog seine Hausschuhe an, steckte sein Handy in die Tasche und folgte Harry vorsichtig die kleine, wackelige Treppe hinunter. Unten angekommen wurden sie von zwei langen, staubbedeckten Holzregalen, einigen leeren Fässern und Steinwänden begrüßt, die mit dunklem Schimmel und weißen Mineralablagerungen übersät waren. »Siehst du, es ist nur eine Art Lagerkeller«, seufzte Eli erleichtert. »Lass uns wieder nach oben.« Harry war nicht so leicht zufriedenzustellen. Er richtete sein Licht auf die Regale und sah, dass sie nicht komplett leer waren. Ein paar wahllos aufgestellte Einmachgläser waren noch da. Er setzte seinen Schläger ab, griff nach einem der Gläser, pustete so viel Staub wie möglich weg und hielt es gegen seine Taschenlampe. »Scheiße«, murmelte er. »Was? Das sind doch nur Obstkonserven«, sagte Eli und beugte sich näher heran. »Nein, siehst du an, das sind Herzen, kleine Herzen«, behauptete Harry und reichte ihm das Glas. »Von kleinen Tieren oder vielleicht von abgetriebenen Embryos.« Eli schaute in das Glas und sah, dass sein Kollege recht hatte. Die winzigen roten Objekte, die er zuerst für eine rote Frucht gehalten hatte, waren in Wirklichkeit winzige Herzen. Einige Sekunden lang starrte er wie gebannt auf diese kleinen Organe, bis sie alle im Gleichklang einen langsamen rhythmischen Schlag ausstießen. »Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel?« fluchte er leise, schob Harry das Glas zurück und stolperte nach hinten, wobei er sich vor Abscheu die Hand vor dem Mund hielt. Harry schien das Klopfen der Herzen nicht bemerkt zu haben und richtete die Taschenlampe ruhig auf die übrigen Gläser. Er sah, dass auch sie mit Miniaturorganen gefüllt waren. Lungen, Lebern, Nieren, Augäpfel, Mägen, Därme, Hoden, Eierstöcke und Gebärmütter. Zwei Gläser in der hinteren Ecke des Regals waren zerbrochen und ohne jeglichen Inhalt. »Vielleicht war die Person, die hier vorher gewohnt hat, so jemand, der die menschliche Anatomie studiert und hat seine Arbeitsexemplare hier unten aufbewahrt, um seine Gäste nicht zu beunruhigen«, spekulierte Harry. »Hol dein Handy raus und mach mal ein paar Fotos.« »Nein«, flüsterte Eli und schüttelte den Kopf, wobei ihm Tränen in die Augen stiegen. »Bitte, Harry, lass uns gehen.« »Nein, wir müssen diesen ganzen Ort erkunden. Wer weiß, was es hier unten noch alles gibt«, wandte Harry ein. »Komm schon, sicher, das Zeug ist unheimlich, aber es ist doch nicht gefährlich. Uns passiert schon nichts.« »Harry, ich hab diese Herzen schlagen sehen!« Eli schrie. Harry zog eine Augenbraue hoch und griff dann nach dem Glas mit dem kleinen Herz, um es genauer unter die Lupe zu nehmen. Er schwenkte es ein paar Mal hin und her und starrte angestrengt darauf. »Ich glaube, das waren nur ein paar Schatten und deine Fantasie, Eli«, sagte er. »Hör mal, wenn du Angst hast, kannst du hier warten. Hier, nimm den Baseballschläger. Aber ich werde mir jetzt alles hier unten angucken.« Harry ging langsam alle Seiten der Regale entlang und leuchtete mit seiner Taschenlampe über die gesamte Länge. Am Ende eines der Regale fand er einen alten Skelettschlüssel, der an einem Nagel hing. Einen Moment später hing der Schlüssel zwischen Harrys Fingern. Die Fässer in der Ecke waren mit einem seltsamen, klebrigen Rückstand überzogen, aber ansonsten ohne Inhalt. Als er mit seinem Licht auf die Wände leuchtete und genauer hinsah, war er sich sicher, dass er unter all dem Schimmel und den mineralischen Flecken die verblassten Überreste von Kreidekritzeleien erkennen konnte. Aber so sehr er auch blinzelte, er konnte sie nicht entziffern. Trotzdem wurde ihm mulmig zumute, denn es erinnerte ihn an die Striche, die in das Mauerwerk von Gefängniszellen eingeritzt worden waren.
Er fragte sich, ob die Leute, die diesen Kellertrakt benutzt hatten, nicht vielleicht doch lebende Versuchspersonen hier unten gefangen gehalten hatten. Er bewegte seine Lampe langsam über die Rückwand und erschrak, als der Lichtstrahl eine zweite Tür aus schweren Holzbrettern offenbarte, die mit einer Kette und einem Vorhängeschloss verschlossen war. »Eli? Ich habe etwas gefunden!« rief er. »Was?« rief Eli zurück. »Ich habe noch eine Tür gefunden!« sagte er. Eli kam herbeigehuscht, den Baseballschläger im Anschlag. »Was glaubst du, wohin sie führt?« »Es spielt doch keine Rolle, sie ist verschlossen«, antwortete Eli und zeigte mit dem Schläger auf die Tür. »Da kommen wir nicht rein.« »Ich habe einen Schlüssel gefunden«, lächelte Harry und reckte seine linke Hand mit dem Schlüssel triumphierend in die Höhe. »Das ist ganz bestimmt der Schlüssel zu diesem Schloss. Sollen wir es wenigstens mal versuchen?« Eli stöhnte auf. »Du machst es doch eh egal, was ich sage. Also lass es uns einfach hinter uns bringen«, lenkte er ein. Aufgeregt griff Harry nach dem Schloss und steckte den Schlüssel hinein. Als er ihn langsam drehte, schnappte das Schloss auf. Er warf die Ketten auf den Boden, riss die Tür auf und richtete die Taschenlampe eifrig auf den nun unverschlossenen Bereich. Vor ihnen befand sich ein handgegrabener Tunnel, der kaum größer war als die Tür und sich so weit erstreckte, wie das Licht reichte. »Was zum Teufel?« keuchte Eli und hob seine zitternde Hand an seinem Mund. Harry steckte vorsichtig seinen Kopf hinein und bewegte dabei das Licht. »Ich glaube, das ist ein Schmugglertunnel«, spekulierte er. »Was?« »Nein, denk mal nach. In der Zeit der Prohibition hat wahrscheinlich jemand den Wurzelkeller benutzt, um Schnaps zu schmuggeln. Deshalb ist der einzige Weg dorthin eine versteckte Falltür«, überlegte er. »Ich habe gehört, dass Sombra Moray ein ganzes Netz von geheimen Schmugglertunneln hat. Dieser hier führt wahrscheinlich zu einem versteckten Ausgang, damit niemand Schnaps durch die Vordertür rein- oder rausbringen musste.« »Das erklärt aber nicht die Einmachgläser mit den kleinen Organen«, wandte Eli ein. »Nein, aber es ist ein altes Haus. Es könnte einen Alkoholschmuggler und einen Anatomiebiologen als Vorbesitzer haben«, behauptete Harry. »Schauen wir mal, wo dieser Tunnel hinführt.« »Du bist verrückt. Er könnte über uns einstürzen«, protestierte Eli. »Den gibt's doch schon eine ganze Weile. Bestimmt 100 Jahre, wenn ich richtig liege, dass er zum Schmuggeln benutzt wurde. Wenn er genau jetzt einstürzt, dann sind unsere Schutzengel Kamikaze-Flieger«, konterte Harry. »Komm schon, nur ein kurzer Abstecher zum Ende, um zu sehen, wo er hinführt. So lang kann er nicht sein, er wurde von Hand gegraben. Wahrscheinlich sind es nicht einmal 100 Fuß, es wird nicht einmal eine Minute dauern.« Eli spähte in den dunklen Tunnel und hielt Ausschau nach Anzeichen von Gefahren oder Bewohnern, die in dem düsteren Schacht lauerten. Er sah keine, aber er konnte auch nicht sehr weit sehen. »Na gut, aber wir tauschen. Du nimmst den Schläger und ich die Taschenlampe. Du bist stärker als ich«, schlug er vor. Harry nickte zustimmend und die beiden tauschten die Gegenstände. Harry verschwendete keine Zeit und ging voran, den Schläger eher lässig als schlagbereit in der Hand. Eli folgte unmittelbar hinter ihm und schwenkte die Taschenlampe schnell nach links und rechts, um sicherzustellen, dass keine Ecke des Tunnels länger als ein paar Sekunden unbeleuchtet blieb. Schritt für Schritt war auf allen Seiten nichts als verdichtete Erde zu sehen, und mit jedem erfolgreichen Schritt, den sie hinter sich brachten, wurde Eli immer optimistischer, dass sie das Ende erreichen und nichts weiter als einen versteckten Ausgang zur Außenwelt finden würden. Dann fiel der Strahl der Taschenlampe auf etwas, das die beiden Jungs nur als bizarr bezeichnen konnten. Keiner von ihnen ergriff die Flucht, denn das Ding, das sie nun erblickten, war so fremd und unbekannt, dass sie nicht einmal sagen konnten, was es war, geschweige denn, ob es etwas Gefährliches war. Es sah aus wie ein Wirrwarr aus langen, faserigen, gelben Schnüren, die der Länge nach ausgefranst waren und von denen zerrissene, verzweigte Ranken schlaff herabhingen. In dieser Masse waren einige winzige, faltige, rosagraue Flecken gefangen, die wie nackte Nagetiere aussahen, die sich in einem Müllhaufen zusammenkauerten, um sich zu wärmen. Harry trat langsam näher heran, während Eli das Licht der Taschenlampe darauf richtete. Je näher Harry kam und je länger er es betrachtete, desto mehr brodelte sich in ihm ein unangenehmes Gefühl des Erkennens zusammen. »Sind das Gehirne?« Plötzlich erwachte die Masse zum Leben.
Ihre langen, herabhängenden Rückenmarksketten peitschten in alle Richtungen. Die kleinen, glitzernden Nervenknoten bebten vor aufkommendem Bewusstsein. Die beiden Jungs schrien auf, als die Abscheulichkeit plötzlich zum Leben erwachte, und Harry reagierte instinktiv, indem er mit dem Schläger auf das Wesen einschlug. Sich windende, qualvolle Zuckungen erschütterten seine schwammige Gestalt, während es sich verzweifelt rückwärts in Sicherheit brachte. Seine nach vorne gerichteten Wirbelsäulen schlugen blind und wild um sich, in der Hoffnung, den Angreifer zu entwaffnen. Mit schierem Glück und roher Gewalt gelang es der Kreatur, den Schläger aus Harrys Griff zu reißen und ihm ins Gesicht zu schlagen, sodass ihm ein Schwall Blut aus der Nase schoss. »Lauf«, schrie Eli, packte seinen Kumpel am Arm und zerrte ihn zurück in Richtung Keller, wobei ihm die Hausschuhe von den Füßen fielen. Harry warf einen Blick zurück, um zu sehen, ob das groteske Ding sie verfolgte, konnte aber in der Dunkelheit nichts sehen. Er versuchte nach Anzeichen für eine Verfolgung zu lauschen, aber das Monster hatte keine Stimme, und die schwachen Geräusche seiner neuralen Tentakel wurden von dem Getöse ihrer eigenen donnernden Füße völlig übertönt. Selbst wenn es Licht gegeben hätte, hätte die zerebrale Kreatur keine Augen zum Sehen gehabt. Aber sie konnte fühlen. Die nachlassenden Vibrationen im Boden, als die Jungs wegliefen, waren für es eine gänzlich neue Empfindung, und das bisschen Verstand, das es hatte, zwang die Kreatur, die Verfolgung aufzunehmen. Als sie den Keller erreichten, schlug Harry die Tunneltür zu und versuchte, die Kette und das Vorhängeschloss wieder anzubringen. »Lass es!« flehte Eli. Noch bevor Harry reagieren konnte, warf die Kreatur ihr ganzes Gewicht gegen die Tür, schlug sie auf und schickte Harry rückwärts in das nächstgelegene Regal, das mit so viel Wucht umgeworfen wurde, dass es ein zweites Regal mit sich riss. Die Gläser zerschellten alle auf dem Boden und die Sammlung von Miniaturorganen wurden überall verteilt. Eli schnappte sich Harry und die beiden rannten wie wild zur Treppe, duckten sich unter dem umgestürzten Regal und schrien vor Schmerz, als ihre nackten Füße auf den Glasscherben aufschlugen. Das Hirnbiest kroch über ihnen auf dem Regal, und die Jungs konnten spüren, wie seine gespreizten Nervenenden nach ihren Fersen griffen. Als sie die Treppe hoch wieder in den Keller stürmten, schlug Eli die Luke zu und drückte mit aller Kraft dagegen. »Verriegeln! Verriegel die Luke! Beeil dich!« schrie er, als er spürte, wie die Kreatur von der anderen Seite gegen das schwere Metall hämmerte. Mit zitternden Händen gelang es Harry, die Tür zu verriegeln. Im nächsten Moment schob er eine schwere Holzkommode herbei und platzierte sie auf der Luke. Sie flohen von dem Hämmern des Monsters begleitet schreiend die Treppe hinauf, so wie sie es vor ein paar Jahren schon einmal getan hatten. Elis Eltern fuhren die beiden ins Krankenhaus, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen, und nachdem sie sich ein wenig beruhigt hatten, konnten sie erklären, was ihnen zugestoßen war. Seine Eltern und das Krankenhauspersonal waren verständlicherweise skeptisch, leugneten aber nicht die offensichtliche Tatsache, dass den Jungs eindeutig etwas zugestoßen sein musste. Die Polizei wurde eingeschaltet und bei ihren Ermittlungen wurde tatsächlich die verborgene Luke zum Wurzelkeller gefunden, mit umgestürzten Regalen, zerbrochenen Glasgefäßen und einem von Hand gegrabenen Tunnel. Der Tunnel war jedoch eingestürzt, als sie dort ankamen, und es gab keine Spur von den Miniaturorganen oder diesem Gehirnmonster. Die Polizei stimmte mit Harrys ursprünglicher Theorie überein, dass der Keller und der Tunnel als Schmuggelkeller genutzt worden war und dass dort unten starke Dämpfe eingeschlossen waren, die seit fast einem Jahrhundert vor sich hin faulten. Der Kontakt mit diesen Dämpfen hatte dazu geführt, dass die Jungs halluzinierten und sich in ihrer Panik verletzten. Eli und Harry entschieden sich beide, diese Theorie zu akzeptieren. Die Untersuchung hatte zwar keine Hinweise auf halluzinogene Substanzen im Keller gefunden und auch Emmas Hausschuhe waren auf unerklärliche Weise verschwunden, aber eine Halluzination machte sicherlich mehr Sinn als ein Lebewesen, das nur aus Gehirn und Rückenmark bestand. Es war viel vernünftiger und beruhigender zu glauben, dass dieses Ding nie real gewesen war und nicht immer noch irgendwo da draußen war, möglicherweise zusammen mit einer Schar anderer Organmonster, die sie befreit hatten. Keiner von ihnen ging jedoch jemals wieder in den Keller hinunter. Elis Vater verriegelte sogar die Luke, damit Eli sich keine Sorgen machen musste. Obwohl Eli und Harry nicht offen über den Vorfall sprechen wollten, quälten sie beide dieselben Fragen. Waren sie als kleine Kinder schon einmal dort unten gewesen und hatten sie die Erinnerung daran verdrängt? Und wenn ja, waren sie diejenigen, die das Hirnbiest ursprünglich befreit hatten?
Aber wer hatte es dann in den Tunnel gesperrt? Sicherlich nicht ein paar verängstigte kleine Jungs, die um ihr Leben rannten. Am beunruhigendsten war die Tatsache, dass sich im Keller bei ihrer Ankunft ja schon zwei zerbrochene Krüge befunden hatten. Wenn in dem einen das Hirntier gewesen war, was war dann in dem anderen? Jeden Tag wache ich als eine neue Person auf. Also technisch gesehen begann das alles vor etwa einem Monat. Nun, für mich sind es in etwa 30 Tage, aber manchmal werden Tage übersprungen oder irgendwie zurückgespult oder so. Die ersten paar Male ist es mir gar nicht aufgefallen, aber dann bin ich an einem Montagabend eingeschlafen und an einem Montagmorgen aufgewacht. Tut mir leid, ich weiß, das ist verwirrend. Glauben Sie mir, ich weiß es. Der Punkt ist, dass es nicht immer so war. Der letzte Tag, den ich als ich selbst hatte, schien gar nicht so besonders zu sein. Ich kam einfach nach der Uni nach Hause, ging ins Fitnessstudio und holte dann meinen Neffen von der Schule ab. Alles Routine. Naja, mein Bruder und seine Frau kamen an diesem Tag erst spät nach Hause und fragten mich, ob ich meinen Neffen bei ihnen zu Hause absetzen könnte. Das machte ich natürlich nicht tagtäglich, aber es war auch nichts Ungewöhnliches. Ich holte auf dem Heimweg von der Tankstelle ein paar Bier, wie immer, begrüßte meine Mutter, als ich zurückkam, und spielte dann am Computer, während ich den Gerstensaft sippelte. Nach einer Weile schrieb ich mit ein paar Freunden über WhatsApp und es entwickelten sich seltsame Gespräche, die mir normalerweise am Morgen danach peinlich gewesen wären. Nun, zu jener Peinlichkeit kam es nie wirklich, da ich in der Wohnung eines Fremden aufgewacht bin. Zuerst war ich wirklich verwirrt. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter war, dass ich überhaupt nicht verkatert war. Als ich in den offenen Schrank neben dem Bett schaute, sah ich Anzüge und Krawatten. Das war ein Schock. Ich war ziemlich sicher, dass ich heterosexuell war. Also was machte ich dann im Schlafzimmer eines anderen Typen? Aus Verlegenheit oder Verwirrung rieb ich mir instinktiv mit beiden Händen das Gesicht und begann an den Augen. Da spürte ich die ungewohnten Gesichtszüge und den Bart. Ich hoffe, Sie müssen das nie erleben, aber dieses Gefühl, Ihr Gesicht zu reiben, obwohl es nicht Ihr Gesicht ist, ist geradezu bizarr. Ich glaube, der Bart ließ mich schneller realisieren, dass etwas nicht stimmte. Wie auch immer, ich fiel aus dem Bett und kroch zu einem Spiegel. Ein etwa 30 Jahre alter, bärtiger Mann war auf der glatten Oberfläche zu sehen. Das ließ mich zurückschrecken und gegen die Wand krabbeln. Nachdem der erste Schock abgeklungen war, verging der Rest des Tages damit, dass ich mich in der Wohnung verbarrikadierte, die Anrufe auf dem mir fremden Handy ignorierte und Fernsehen schaute, vor allem Koch- und Reality-Kanäle, und darauf wartete, dass ich aufwachte. Ich wurde müde und ich hatte die wahnwitzige Idee, dass ich vielleicht durchs Einschlafen aufwachen könnte. Also wickelte ich mich in eine Decke und schlief auf der Couch ein. Am nächsten Tag wachte ich als eine 20-jährige, äußerst attraktive Dame auf. Nachdem ich ein paar Dinge gemacht hatte, die ich mir in diesem Szenario immer vorgestellt hatte, stieg ich aus der Dusche und sah der Realität ins Auge. Ich steckte in einem Albtraum fest. Ich dachte daran, aus dem Fenster zu springen, machte es schlussendlich aber nicht. Vielleicht war ich einfach noch nicht an dem Punkt, an dem mir der mögliche Tod als mein einziger Ausweg erschien. Die Tage seit den ersten beiden sind wie im Flug vergangen. Ich glaube, ich habe in dieser Situation einige Dinge gelernt. Zum Beispiel, dass es schwer ist, Telefonpasswörter zu erraten. Die Tage beginnen normalerweise damit, dass ich denjenigen, in den ich gefahren bin, aus seinem Telefon aussperre. Wenn ich es mit Familien zu tun habe, hilft mir normalerweise, mich rauszuhalten und zu sagen, ich bin einfach nur müde, um den Morgen zu überstehen. Manchmal wird der Ehemann oder die Ehefrau ein bisschen wütend auf mich, aber die Kinder merken das nicht wirklich. Wieder ein Kind zu sein, kann komisch sein, aber so ein Mittagsschlaf ist einfach Bombe. Und ja,
Die Leute glauben mir das meiste nicht, geschweige denn, dass ich nicht ihr Kind bin. Glauben Sie mir, es ist besser, wenn ich nicht versuche, irgendetwas zu erklären. Ich habe einmal versucht, der Freundin des Typen, in dessen Körper ich steckte, die Situation zu erklären, und wir sind in einen Streit geraten, der die Beziehung beendet hat. Anscheinend war der Kerl in letzter Zeit unzuverlässig und gefühllos, und meine Aussage, ich sei eigentlich jemand anderes, war anscheinend nur der Gipfel der Unverschämtheit. Ich habe ihr sogar meinen ursprünglichen Namen gesagt, und sie erwiderte einfach, sie sei fertig mit mir, oder besser gesagt, ihm, und ging. Ich fühlte mich danach schlecht, ich hatte so mir nichts, dir nichts ein Paar auseinandergebracht. Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich versuchen, andere Leute besser zu überzeugen oder einfach die Klappe halten und ausharren. Naja, sei es drum. Natürlich hatte ich keinen blassen Schimmer, warum ich in diesem fortwährenden Albtraum gefangen war. Zumindest bis vor ein paar Tagen. An dem Tag, nachdem ich 7-mal hintereinander eine Hausfrau der Mittelklasse war, bekam ich eine ältere Frau, Carly Anderson, laut Führerschein 68 Jahre alt, die allein mit einigen Katzen und Hunden lebte. Noch wichtiger war, dass sie kein Passwort für ihren Computer hatte. Vor lauter Aufregung schaute ich mir zunächst einige YouTube-Kanäle an. Nachdem ich mir genügend Blödsinn reingezogen hatte, wurde mir klar, dass ich etwas Produktiveres machen sollte, und so googelte ich einige Sachen. Sachen wie Körpertausch, psychische Störung, das unterschiedliche Personensyndrom, Körpertauschregeln, Freaky Friday-Ursprung und so weiter. Dann erinnerte ich mich daran, dass es ja Facebook gibt. Ich zögerte, bevor ich mich selbst suchte. Was, wenn ich nicht existierte? Was, wenn ich ein Spinner oder ein Perverser oder so etwas geworden war? Dann erinnerte ich mich daran, dass ich mein Konto auf privat gestellt hatte, so dass ich nichts außer meinem Profilbild sehen konnte. Ich suchte danach und ja, nur dieses Bild war zu sehen. Dann bekam ich ein komisches Gefühl, als ich auf die Idee kam, meinen Namen und meine Stadt zu googeln. Ich schüttelte das Gefühl ab, tippte sie ein und drückte auf Enter. Als ich sah, dass die ersten Ergebnisse Nachrichtenartikel waren, wurde mir ganz flau im Magen. Student der Universität von Nebraska im Alter von 22 Jahren tot aufgefunden. Student tot im Haus der Eltern aufgefunden. Interview mit der Familie des toten Studenten. Und andere Titel, die mich in Schockstarre versetzten, füllten den Bildschirm. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis ich auf eine der Meldungen klicken konnte. Es gab nur wenige Details, nur einige Namen meiner Familie in ein paar Interviews. Nate, mein Bruder, Ethan, mein Neffe und Jack, mein Vater. Meine Mutter weigerte sich, einen Kommentar abzugeben, offensichtlich am Boden zerstört. Das Ende vom Lied war, dass es keine Neuigkeiten mehr von der Polizei gab und dass keine Todesursache bekannt gegeben wurde. Es wurde über einen Unfall, einen Selbstmord oder sogar einen Mord spekuliert, da die Polizei seit über einem Monat keine Einzelheiten bekannt gegeben hatte. College-Studenten sterben in der Regel nicht eines natürlichen Todes, also kann ich es ihnen nicht verübeln, dass sie spekulieren. Ich war versucht, die Facebook-Seiten meiner Familie zu überprüfen, aber ich konnte es nicht. Ich weiß, es klingt wahrscheinlich dumm, nicht alles zu tun, was ich kann, um mehr zu erfahren. Aber ich will nicht sehen, wie es ihnen geht. Ich habe keine Angst, dass es ihnen egal ist. Ich habe Angst, weil ich weiß, dass es ihnen nicht egal ist. Ich will nichts davon sehen. Nach einer Weile habe ich aufgehört, die Artikel zu lesen und ein paar alte Flash-Spiele auf so einer blinkenden Website gespielt. Das ist normalerweise mein Trostpflaster, wenn ich mich niedergeschlagen oder gestresst fühle. Trotzdem rasten meine Gedanken. Bin ich tot? Bin ich ein Geist? Ist das hier die Hölle oder so etwas? Mir fielen keine Religionen ein, die das Leben nach dem Tod so beschreiben. Vielleicht Reinkarnation, aber keine tägliche Reinkarnation in andere lebende Menschen. Ich dachte darüber nach, ob ich in einem Koma liegen könnte, aber das würde sich dann doch nicht so real anfühlen, oder? Ich meine, keine Ahnung, wie sich Realität anfühlt, aber es war definitiv stimmig, abgesehen von den täglichen Wechseln. Ich habe versucht, mit den Katzen und Hunden der Dame zu spielen, aber ich vermute, dass die Dame, was das angeht, eher zu der faulen Sorte gehört, da die Tiere völlig irritiert wirken, als ich es versuchte. Um nicht von den Tieren irgendwann gebissen zu werden, gab ich auf. Schließlich wurde mein alter Körper müde
und ich beschloss, ins Bett zu gehen. Ein paar Körper später. Heute bin ich ein stämmiger Polizist mittleren Alters, Daryl Stetson. Ich fand die Dienstmarke und beschloss, ausnahmsweise zur Arbeit zu gehen. Ich wusste, dass es riskant sein konnte, wenn ich aufflöge, aber ich dachte, ich könnte in einer Art Datenbank ein paar Antworten finden. Auf dem Weg zum Revier fiel mir ein, dass Datenbanken wahrscheinlich Passwörter haben. So ein Mist. Trotzdem dachte ich, dass ich mir einen Weg in einen Aktenraum oder so bahnen könnte. Auf Polizeistationen gibt es doch noch Akten, oder? Wie sich herausstellte, brauchte ich das nicht zu tun. Nach meiner Ankunft wurde eine morgendliche Besprechung einberufen, bei der ich das Morddezernat vorfand. Die Dame neben mir fragte mich, wo mein üblicher Morgenkaffee sei, und ich sagte glatt, der steht auf meinem Schreibtisch, in der Hoffnung, später die Kaffeemaschine und meinen Schreibtisch zu finden. Der Mann, der die Besprechung leitete, vermutlich ein höherer Polizeidienstgrad als ich, begann so, wie man es aus Krimis kennt. Dieser Kerl ist ein wirklich kranker Bastard. Dieselbe Vorgehensweise wie bei den anderen Fällen. Wir müssen ihn hinter Gitter bringen. Und so weiter. Seine Worte wurden immer dumpfer, als ich mich auf die Bilder konzentrierte. Carly Andersons Leiche verwest und fast unkenntlich war über die ganze Tafel verteilt. Ah, normalerweise erschüttert dich so etwas nicht, stimmt's, Stetson? Sagte die Kaffeedame und starrte auf meinen Gesichtsausdruck. Aber wenn es ältere Menschen sind, ist es wirklich schlimm, hä? Scheiße, ich glaube, die Katzen haben auch an ihr geknabbert, bevor sie gefunden wurde. Mein Blick huschte über die Tafel, etwa 4 Tage nach dem Tod gefunden. An jeder Hand fehlten 3 Finger. Bei der Autopsie wurden 2 Finger, eine Zunge und weitere Fleischstücke in Hals und Magen gefunden. Geht es dir gut? Ich schreckte auf und wandte mich an die Kaffeedame. Ja, mir ist nur aufgefallen, dass ich etwas zu Hause vergessen habe. Sie lächelte. Klar. Warte mal, was sind... hörte ich noch, als ich schnell den Raum und dann das Gebäude verließ. Das Telefon des Beamten begann zu klingeln, als ich ins Auto stieg. Ich warf es auf den Rücksitz und begann zu fahren. Ich schaffte es einen halben Block weit, bevor ich auf den Beifahrersitz kotzte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kam mit einem neu gekauften Laptop nach Hause. Ich suchte überall, wo ich konnte, nach Ratschlägen für meine Situation und landete hier. Hier auf Reddit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob ich nur 2-mal gestorben bin oder ob es schon öfter passiert ist. Ist es vielleicht jedes Mal passiert? Ich weiß nur, dass ich nicht einschlafen will. Ein paar Tage später. Zunächst einmal vielen Dank für die Anregungen zu meinem letzten Beitrag. Gerade die Idee mit einer E-Mail-Adresse, an der ich mir selbst die Namen der Personen und das jeweilige Datum schicke, um sie mir bei nächster Gelegenheit, also wenn ich den jeweiligen Körper verlassen habe, zu googeln, versuchte ich sofort umzusetzen. Ich kann zwar nicht immer an einen Computer herankommen, aber notfalls kann ich wahrscheinlich die Kreditkarte desjenigen benutzen, in dem ich stecke, um den billigsten Laptop zu kaufen, den ich finden kann. Ich könnte auch einfach versuchen, einen Bibliotheksausweis zu beantragen, mit dem, was in der Brieftasche meines neuen Körpers ist. In jedem Fall wird es lästig sein, jeden Tag einen neuen Computer oder ein neues Ich in der Bibliothek zu registrieren. Wie auch immer, ich komme vom Thema ab. Ich wollte euch alle auf den neuesten Stand bringen, seit ich das letzte Mal gepostet habe. Es war etwa 6 PM, als ich meinen Beitrag hier auf Reddit schrieb, also hatte ich noch etwas Zeit, bevor ich mich schlafen legen würde. Ich ging nicht zurück aufs Revier, da ich davon ausging, dass ich mit meinem seltsamen Verhalten am Morgen alle Brücken hinter mir abgebrochen hatte. Stattdessen versuchte ich im Internet nach Namen zu suchen, an die ich mich erinnerte. Das hat nicht geklappt, denn die Namen, an die ich mich erinnerte, waren Allerweltsnamen. Das nachträgliche Hinzufügen von Tod hat auch nicht viel gebracht. Außerdem habe ich nicht auf jede Stadt geachtet, in der ich mich befand. Ich weiß nur, dass ich die USA noch nie verlassen habe und dass ich mich im Westen und Mittleren Westen herumgetrieben habe. Die erfolglose Suche brachte mich auf den Gedanken, dass ich wohl anfangen sollte, das alles zukünftig genauer unter die Lupe zu nehmen. Danach ging ich zur Tankstelle, um mich mit Energy Drinks einzudecken. Ich erwog mir auch eine Kiste Bier zu besorgen, entschied aber, dass ich nüchtern sein sollte, um herauszufinden, was zum Teufel hier überhaupt los war.
Ich holte also nur die Energy Drinks und machte mich auf den Weg nach Hause. Als ich dort ankam, kam mir der Gedanke, dass dieser Officer Stetson möglicherweise einen Schreibtisch mit ein paar Akten darin hatte. Er war etwas über 40, also war es wahrscheinlich, dass er Papier dem Computer vorzog. Glücklicherweise hatte ich recht und nachdem ich einige Schubladen in seinem Arbeitszimmer geöffnet hatte, fand ich einige Stapel von Berichten, Interviews und anderem Papierkram. Stetson schien viel besser organisiert zu sein als ich und ich war ihm äußerst dankbar, dass er die Dokumente nach Datum sortierte. Ich schnappte mir alles von Anfang Mai, also kurz vor meinem Todestag, bis jetzt. Die ersten 20 Dokumente waren völlig uninteressant, also machte ich eine Pause, trank zwei Energies und bestellte eine Pizza. Als ich mich wieder an die Arbeit mit den Akten machte, fand ich endlich etwas Interessantes. Es war eine Befragung, welche am 22. Juni mit einer Frau namens Caitlin Parker geführt wurde. Ich tippte die Befragung ab und schickte sie mir per E-Mail. Hier die vollständige Befragung zwischen Caitlin Parker und Detective Stetson. Er wirkte an diesem Tag sehr distanziert, sogar mehr als sonst. Er verhielt sich den ganzen Morgen über seltsam. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, kam mein Geburtstag zur Sprache. Er konnte sich nicht an das Datum erinnern und tat so, als ob er nicht einmal den Monat wüsste. Und das war der Grund für den Streit. Wurde diese Konfrontation gewalttätig? Nein, ich wurde wütend, aber er hat nicht geschrien. Er schien auch nicht verärgert zu sein. Dann fing er an, verrücktes Zeug zu reden. Was meinen Sie mit verrücktem Zeug? Meinen Sie so etwas wie unzusammenhängend? Verwirrt? Nein, nur, es war seltsam, aber ich glaube, er hat nur versucht, einem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Er sagte, er sei nicht mein Freund. Er hat sich irgendeinen Namen ausgedacht und gesagt, dass er im falschen Körper aufgewacht ist. Könnten Sie das näher erläutern? Hat er so etwas wahnhaft Klingendes schon einmal während eines Streits gesagt? Nein, ich meine, er hat zwar hin und wieder gelogen, aber nie auf so seltsame und unglaubwürdige Weise. Er hat nur immer wieder betont, dass er nicht er selbst ist. Ich weiß nicht mehr, was er sagte, wer er eigentlich war, nur dass er halt nicht das denn war. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Hat er noch etwas anderes gesagt oder getan, das auffällig war? Naja, er war aus irgendeinem Grund sehr von dieser Lüge überzeugt. Ich habe sogar bemerkt, dass er sein Glas mit der rechten Hand hielt, als ich nach Hause kam. Mit der rechten Hand? Das denn war Linkshänder. Ist sonst noch etwas passiert, bevor Sie gegangen sind? Nein, ich hatte die Nase voll und ich habe ihm gesagt, dass ich genug habe und dass ich ihn nicht mehr sehen will. Das war das Letzte. Das Letzte, was ich zu ihm sagte. Nachdem ich das Interview in meine E-Mail kopiert und an mich selbst geschickt hatte, hörte ich ein Klopfen an der Haustür. Ich erinnerte mich an meine Pizza und vermutete, dass ich die Zeit vergessen hatte, als ich meine Entdeckung machte. Ich öffnete die Haustür, aber es war niemand da. Ich sah mich um zu sehen, ob die Pizza auf dem Boden lag oder etwas anderes, konnte aber in der Dunkelheit nichts erkennen. Ich ging wieder hinein, um die Außenbeleuchtung für die Veranda zu finden, und als ich sie anknipste, sah ich, dass dort keine Pizza auf mich wartete. Ich ging wieder hinein und zum Schreibtisch, um weitere Papiere durchzusehen. Als ich die restlichen Papiere von April herausholen wollte, bemerkte ich, dass der Interviewbogen vom Schreibtisch geweht worden war. Durchzug. Ich schaute zur Schiebetür hinter mir und sah, dass sie weit offen stand. Und im nächsten Moment spürte ich einen furchtbaren Schmerz am Hinterkopf. Ich sah Sterne und schlug auf dem Boden auf, bevor ich einen weiteren Schlag spürte. Am 1. Juli wachte ich als Frau in einem dieser Memory-Foam-Betten auf. Sobald ich meine Augen öffnete, griff ich instinktiv an meinen Hinterkopf, fand aber einen unversehrten Schädel vor. Der Schmerz war verschwunden, aber die Erinnerung daran, wie es sich angefühlt hatte, blieb. Es dauerte etwa 5 Minuten, in denen ich mich schüttelte und versuchte, das Gefühl zu vergessen, bevor ich wieder richtig denken konnte und mich fragte, was letzte Nacht mit mir geschehen war. So etwas war mir noch nie passiert und ich ziehe es definitiv vor, zwischen den Körpertauschvorgängen einzuschlafen als was auch immer das war. Ich sah mich im Zimmer um zu sehen, ob ein Ehemann oder jemand anderes bei mir war, aber das ungemachte Kissen auf der anderen Seite des Bettes verriet mir, dass er oder sie schon weg war. Immer noch zitternd stand ich aus dem Bett auf und suchte nach der Handtasche meines neuen Körpers. Ich fand sie neben der Eingangstür hängen.
Nachdem ich mich aus ihrem Telefon und Computer ausgesperrt hatte, holte ich die Schlüssel aus der Handtasche und fuhr zu einem Walmart, um einen neuen Laptop zu kaufen. Ich kaufte auch eine Flasche Wein, um die Erinnerung an mein Kopftrauma aus dem Gedächtnis zu bekommen. Das Gute daran, als Frau aufzuwachen, ist, dass man schneller betrunken wird. Ich startete den Laptop und begann, eine E-Mail an mich selbst zu tippen. Laura Turner, Alter 34, Geburtstag 8. April 1988. Adresse Pueblo, Colorado, 2020 Toyota Corolla. Die letzte Nacht endete mit Stetsons Kopf. Ach Mann, das tat richtig weh. Das tat wirklich höllisch weh. Ich hörte auf zu tippen und merkte, dass ich Detective Daryl Stetson South Dakota googeln sollte. Ich suchte danach und klickte auf Nachrichten. Vermisster Detective, Anzeichen eines Hauseinbruchs und ähnliche Artikel füllten den Bildschirm. Ich kopierte einige Informationen in die E-Mail und geriet in Panik. Vielleicht passiert so etwas jeden Tag, oder? Es wird wieder passieren. Was soll ich tun? Ein paar Augenblicke starrte ich einfach nur geradeaus und stellte fest, dass ich wahrscheinlich schon über 30 Mal gestorben bin. Eine Gänsehaut kroch über meinen Körper. Ich war Söhne, Väter, Mütter, Töchter, Ehemänner, Ehefrauen. Ich habe Löcher im Leben der Familien hinterlassen. Ich riss mich von dem Gedanken los und beschloss, dass ich härter daran arbeiten musste, das, was mir passierte, aufzuklären. Vielleicht würde ich ja irgendwie auf irgendwas stoßen, was mir hilft, diesen fortwährenden Albtraum zu beenden. Ich überlegte, wie ich mich so lange wie möglich wachhalten konnte, als die Erinnerung an den Schmerz der letzten Nacht zurückkam. Es geschah bei den anderen Malen erst, nachdem ich eingeschlafen war, aber als ich Stetson war, nicht. Dieser Gedanke brachte mich auf die Idee. Ich dachte mir, wenn es normalerweise im Schlaf passiert, könnte ich so tun, als würde ich einschlafen, um zu sehen, was passiert. Vielleicht könnte ich das, was auf mich zukommt, unvorbereitet erwischen und so der ganzen Sache ein Ende setzen. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 13 Uhr und ein Mittagsschlaf um 14 Uhr schien eine vielversprechende Idee zu sein. Nachdem ich die E-Mail an mich selbst geschickt hatte, meldete ich mich vom Laptop ab und ging in die Küche, um mir ein Truthahn-Sandwich zuzubereiten. Nachdem ich gegessen hatte, durchsuchte ich die Schublade und fand ein Messer. Ich schob es unter das Kissen neben meinem im Schlafzimmer. Außerdem nahm ich die Duschvorhangstange aus dem Badezimmer und lehnte sie gegen die geschlossene Tür. Sie würde fallen, sollte jemand die Tür öffnen und mich somit warnen. Ich schaltete das Licht aus, legte mich ins Bett und wartete. Eine gefühlte Stunde lang lag ich da und war nur mit meinen Gedanken beschäftigt. Ich versuchte zu vermeiden, an die vergangene Nacht zu denken und an all die Menschen, die ich gewesen war. Ich dachte an mein ursprüngliches Leben. Ich konnte mich kaum noch daran erinnern, wie sich mein Körper angefühlt hatte. Seltsamerweise sind es in diesem Moment die Zeiten des Schmerzes, an die man sich am leichtesten erinnert. Ich erinnerte mich daran, wie sich der Tag anfühlte, an dem ich mir in der 6. Klasse den Arm gebrochen hatte. Ich erinnerte mich auch daran, wie es sich anfühlte, von meinem Fahrrad zu fallen oder als ich mit einem schrecklichen Sonnenbrand aus Texas zurückkam. Das ließ mich an meine Mutter denken, die mir nasse Handtücher brachte, die ich auf mich legte, während ich auf dem Balkon vor mich hinstöhnte. Ich schüttelte diesen Gedankengang ab. Ich war mir nicht sicher, ob es die beste Idee war, mich daran zu erinnern, wer ich einmal war. Vielleicht ist es egoistisch, aber das war noch viel schlimmer als der Gedanke an all die anderen Familien, die ich zurückgelassen habe. Ich werde das für und wider abwägen müssen, ob ich mein früheres Leben im Kopf behalten will. Wie auch immer, während ich über all das nachdachte, hörte ich eine Tür knarren. Langsam griff ich unter das Kopfkissen und wartete darauf, dass die Duschvorhangsstange auf den Boden fiel. Mein Plan war, zur Tür zu stürmen, sobald das geschah. Ich tastete unter dem Kissen herum und suchte nach dem Messer, fand es aber nicht. Ich tastete weiter und berührte etwas. Verwirrt strich ich über den vermeintlichen Gegenstand und bemerkte, dass es kein Gegenstand war. Es war eine Hand. Ich blickte auf und sah den Umriss einer Gestalt, die sich über mich warf, und ich spürte, wie das Messer mitten durch meine Brust ging. Ich keuchte auf, als ich diesen Schmerz noch 4 weitere Male in schneller Folge erlebte. Mein Kopf fiel nach hinten und auf die Seite. Das Letzte, was ich sah, war, dass die Schranktür offen war.
Ich wachte auf, hielt mir die Brust und schnappte nach Luft. Das hat das Mädchen, das neben mir im Bett lag, ziemlich erschreckt. Ich sagte nur, Tut mir leid, Albtraum. Schnappte mir meine Klamotten, rannte ins Bad und stieg in die Dusche. Danach stapfte ich noch halbnass ins Schlafzimmer, zog mich an und verließ dann mit den Schlüsseln und der Geldbörse, die ich in den Taschen des Typen gefunden hatte, die Wohnung, während sie mich mit großen Augen anstarrte. Heute bin ich Brandon Sterling, 21, Student an der University of Texas in Austin. Ich habe den ganzen Tag unter Schock gestanden und dann Panik bekommen und gezittert. Ich habe jemanden in der Bibliothek dazu gebracht, mich in sein Konto einzuloggen. Ich schätze, ich werde heute Nacht schlafen. Ich werde das mit dem Wachbleiben nicht noch einmal versuchen. Nur, was soll ich danach tun? So kann ich nicht weitermachen. Der graue Mann aus dem Meer. Ein Nachmittag voller monotoner Besorgungen neigte sich dem Ende entgegen, als ich das handgemachte Schild entdeckte, das einen nahegelegenen Garagenverkauf bewarb. Gelangweilt von der Monotonie meiner Routine und in der Absicht, mir vor meinem Termin um 3 Uhr die Zeit zu vertreiben, fuhr ich zu der Adresse, die mit dickem Filzstift auf das Schild gekritzelt war, und kam an einem abgeschiedenen, bescheidenen Backsteinhaus mit Klapptischen entlang der Auffahrt an. Als ich die beschrifteten Kartons mit den Angeboten durchstöberte, stellte ich fest, dass der größte Teil ihres Inhalts ziemlich glanzlos war. Verblasste Kleidung, zerkratztes Geschirr, abgenutzte Bettwäsche. Alles in allem nicht mehr als ein unauffälliges Durcheinander. Doch irgendwann fiel mir eine große Kiste mit einer Auswahl an Büchern ins Auge. Bevor ich sie über einen flüchtigen Blick hinaus inspizieren konnte, unterbrach mich eine plötzliche, die Stille durchschneidende Stimme. Entschuldigen Sie bitte. Ich drehte mich um und sah eine Frau mittleren Alters hinter mir stehen. Ich will nicht unhöflich sein, sagte sie in einem ebenso entschuldigenden wie gehetzten Ton. Aber eigentlich wollte ich gerade alles wegräumen. Es soll bald regnen und wenn ich jetzt nicht alles schnell ins Trockene bringe, dann kann ich das alles auch einfach in den Müll schmeißen. Sie zeigte auf die Bücherkiste. Wenn Sie mir die Kiste jetzt aus der Hand nehmen, können Sie sie für $5 haben. Es wäre eine Sache weniger, um die ich mich kümmern müsste. Was sind das denn für Bücher? Fragte ich neugierig. Sie scheinen ziemlich abwechslungsreich zu sein, was die Themen angeht. Viele Titel kenne ich nicht. Ein paar handeln vom Meer. Ich hatte keine Ahnung, dass Onkel Lawrence ein großer Leser war, bis ich all die Bücher in seinem Haus verstreut fand. Die Frau deutete auf die Kisten um uns herum. Alles hier gehört ihm. Er ist vor kurzem verstorben und ich bin die Einzige in der Familie, die sich noch um seinen Nachlass kümmern kann. Oh, das tut mir leid. Vielen Dank. Wir standen uns jedoch nicht sonderlich nah. Er war ein Eigenbrötler. Seine Sachen zu packen war, als würde man durch das Haus eines Fremden gehen. Sie sah auf ihre Uhr und fixierte mich mit einem angespannten Lächeln, das ihren Eifer, mich loszuwerden, nicht ganz verbergen konnte. Also, interessieren Sie sich für die Bücher? Ein paar Minuten später stellte ich die schwere Kiste auf den Rücksitz meines Autos. Als meine Verabredung vorbei war, prasselte der Regen rhythmisch vom dunklen Himmel. Ich ging nach Hause, goss mir ein Glas Wein ein und machte es mir gemütlich, um meinen Einkauf zu begutachten. Es dauerte nicht lange, bis ich mich ärgerte, diesen Ramsch gekauft zu haben. Viele der Bücher waren Taschenbücher mit Eselohren und rissigen Buchrücken, und der Rest waren ausgefranste, abgenutzte Ozeanographiebände mit nikotingelben Seiten. Dennoch hatte ich insgeheim die Hoffnung, ein verstecktes Juwel zu finden. Aber stattdessen war jeder Titel, den ich ausgrub, sowohl schrecklich langweilig als auch ohne jeglichen Wiederverkaufswert. Ich war gerade dabei, die ganzen Sachen für eine totale Verschwendung eines 5-Dollar-Scheins zu halten, als ich ein Tagebuch am Boden der Schachtel liegen sah. Schlank gebunden schien es mit einem Buch ohne Buchhülle verwechselt und ohne einen zweiten Blick in die Schachtel geworfen worden zu sein.
Ich öffnete es und entdeckte einen Eintrag in zittrigen und hastigen Lettern verfasst. »Vor 30 Jahren«, begann der Eintrag, »erlebte ich etwas Schreckliches.« Ich musste kurz blinzeln, verblüfft von den ominösen, gekritzelten Worten. Ich atmete noch einmal tief ein und las dann weiter. »Ich fand nie den Mut, darüber zu sprechen, was in jener Nacht passiert ist, und ich bezweifle stark, dass mir jemals jemand geglaubt hätte. Die Angst, als Lügner abgestempelt oder für verrückt gehalten zu werden, hat mich jahrzehntelang schweigen lassen. Aber all das spielt jetzt keine Rolle mehr. Vielleicht tut es mir gut, all das aufzuschreiben. Vielleicht verschwende ich auch nur Papier, Tinte und die wenige Zeit, die mir auf dieser Welt noch bleibt. Damals war noch alles anders. Ich empfand Freude. Ich war jung und gesund, lebendig und ehrgeizig. Ich hatte viel Erfolg bei der Arbeit, war erst kürzlich befördert worden und war gerade in meine neue Hochhauswohnung am Strand gezogen. Jeden Morgen trat ich auf meinen Balkon, atmete den Duft des Ozeans ein und freute mich auf das, was der Tag für mich bereithielt. Eines Nachts dann konnte ich nicht schlafen. Ich war an dem Tag erst spät aufgestanden und hatte mich auf ein wichtiges Meeting am nächsten Tag vorbereitet. Ich war irgendwie ungewöhnlich angespannt. Ich beschloss, einen Spaziergang zum Strand zu machen, in der Hoffnung, dass mich die kühle Meeresluft beruhigen würde. Mondlicht erhellte mir den Weg, als ich barfuß durch den Strand flanierte, meine Schuhe in der einen Hand und meine Jacke in der anderen. Ich schloss meine Augen und lauschte dem entspannenden Rauschen der Wellen. Niemand sonst war da. Ich hatte das Gefühl, dass dieser beruhigende Moment absoluter Ruhe nur für mich geschaffen wurde. Ich wünschte, dieser Moment von Frieden hätte nie enden müssen. Nach ein paar tiefen Atemzügen öffnete ich meine Augen und erschrak binnen eines Wimpernschlags, als ich ein paar Meter vor mir einen Mann aus dem Schatten stolpern sah. Als das Mondlicht sein runzliges Gesicht erhellte, sah ich, dass es von einem Ausdruck absoluter Panik erfüllt war. Bleich und schwach mit Falten, die sich tief in seinen verdorrten Zügen eingraviert hatten, sah er aus, als wäre er nicht jünger als 80. Seine großen geröteten Augen sahen mich flehend an, während Tränen über seine eingefallenen Wangen strömten. Der alte Mann trug einen grauen Anzug und einen langen grauen Trenchcoat, der schlaff an seinem altersschwachen Körper hing. Sand klebte wie Staub an seinen Schuhen und sein dünnes, farbloses Haar war wild zerzaust, als sei eine Bombe auf seinem Haupt explodiert. »Sir«, rief ich besorgt, »alles in Ordnung?« »Meine Frau«, jammerte er mit einer in Verzweiflung getränkten Stimme. »Ich kann sie nirgendwo finden.« »Vielleicht kann ich Ihnen helfen.« Obwohl ich in dem beruhigendsten Ton sprach, den ich aufbringen konnte, war ich innerlich von seinem hilflosen Kummer zutiefst erschüttert. »Wann haben Sie Ihre Frau denn zuletzt gesehen?« »Vor fast einer Stunde«, brabbelte er hektisch und war kurz davor, in ein unverständliches Schluchzen auszubrechen. »Wir sind am Strand entlang gelaufen. Ich hielt an, um meinen Schuh zuzubinden, und als ich wieder aussah, war sie einfach weg.« Mir drehte sich der Magen um. Ich warf einen Blick aufs Wasser. Ich kämpfte damit, meine düstere Vorahnung aus meinem Kopf zu verdrängen. Die brüchige Gestalt einer älteren Frau wird lautlos vom Ozean verschlungen, versinkt in seine gnadenlosen Tiefen. Bevor er sie später wieder an die Oberfläche spuckt, damit sie leblos mit dem Gesicht nach unten und aufgedunsen auf den Wellen hinforttreibt. »Sir, kommen Sie mit, wir suchen Ihnen einen Platz, an dem Sie sich ausruhen und wieder zu Kräften kommen können«, sagte ich sanft. »Ich werde die Polizei rufen.« »Nein«, rief der alte Mann inbrünstig. »Du kannst mich nicht verlassen.« »Nur ein paar Minuten entfernt gibt es ein Münztelefon. Je früher die Polizei hier ist, desto eher kann sie mit der Suche nach ihrer Frau beginnen.« »Aber dafür reicht die Zeit nicht«, protestierte er. Könntest du nicht einfach rausschwimmen und nach ihr suchen?« »Nein, Sir, es ist so dunkel und ich könnte sie nicht sehen.« »Bitte«, flehte der alte Mann eindringlich und brach erneut in Tränen aus. »Sie ist alles, was mir geblieben ist.« »Ich bin gleich wieder da«, versicherte ich ihm. »Das verspreche ich.«
Bevor er ein weiteres Wort sagen konnte, drehte ich mich um und rannte los. Ich war mir zwar sicher, dass der Ozean seine Frau bereits fest in seine Klauen hielt und sie schon längst nicht mehr unter den Lebenden weilte, aber insgeheim hoffte ich immer noch wieder erwarten, dass ich doch falsch lag. Ich hatte gerade das Münztelefon erreicht, als ich unmittelbar hinter mir ein Weinen vernahm. Ich drehte mich um und sah mich dem alten Mann gegenüber. Ich starrte ihn verwirrt an, verblüfft von seiner Geschwindigkeit. Vor wenigen Augenblicken schien er so erbärmlich gebrechlich zu sein, dass er kaum zwei Schritte allein gehen konnte. Und jetzt war er mir hinterhergerannt? Warum sind Sie gegangen? Fragte er mit verletzter Stimme, als hätte ich eine unverzeihliche Grausamkeit begangen und ihm enorme Schmerzen bereitet. Das habe ich Ihnen doch gesagt, antwortete ich langsam, inzwischen mehr als nur ein wenig verunsichert. Ich muss die Polizei rufen. Der alte Mann schüttelte den Kopf. Sie können nichts tun, sagte er ernst. Und wie sollen wir sonst Ihre Frau finden? Ich habe keine Frau, Lawrence. Mir fröstelte. Gänsehaut kroch über meine Arme. Woher wissen Sie meinen Namen? Ich flüsterte. Sein verzweifelter Gesichtsausdruck verschwand augenblicklich, als sich seine welken Lippen zu einem verschmitzten Lächeln nach oben schwangen. Der alte Mann stürzte mit beängstigender Beweglichkeit auf mich zu, und als nächstes merkte ich nur noch, dass ich so schnell rannte, wie meine Beine mich tragen konnten. Angst durchflutete meine Adern. Ich wagte nicht ein einziges Mal zurückzublicken aus Angst vor dem, was ich sehen könnte. Als ich endlich meine Wohnung im 10. Stock erreichte, schlug ich die Tür zu und verbarrikadierte sie mit einem Stuhl. Ich hörte mein Herz presslufthammerartig Blut durch meinen Körper pumpen, als ich angestrengt in die Stille lauschte, um Schritte oder andere verdächtige Geräusche ausmachen zu können. Mehrere angespannte, aber ereignislose Momente vergingen, gefolgt von weiteren. Schließlich wagte ich einen leisen, zitternden Seufzer der Erleichterung. Dann hörte ich es. Tock, tock, tock. Eine krachende Welle der Angst fegte über mich hinweg. Ich drehte mich langsam zu der Glastür um, die zu meinem Balkon führte, und sah den alten Mann schelmisch grinsend, während er mit den Fingernägeln auf das Glas trommelte. Tock, tock, tock. Entsetzt beobachtete ich, wie dunkles, brackiges Meerwasser aus Mund und Nase des Alten strömte, sogar aus seinen Augen tropfte und seine Kleidung wie auch den Balkonboden durchtränkte. Der entsetzliche Gestank von Verwesung und verfaultem Seegras stach mir in die Nase und vermischte sich ekelerregend mit dem Geruch des Ozeans. Ich riss meinen Blick von der grässlichen Gestalt auf dem Balkon los, stürmte in mein Schlafzimmer, verschloss die Tür und sank entsetzt zu Boden. Zitternd, hilflos und fast hysterisch vor Angst verging eine gefühlte Ewigkeit, und ich schickte verzweifelte Stoßgebete gen Himmel, dass der alte Mann nicht das Glas zerschmettern und bei mir einbringen würde. Mein Entsetzen ob dieser surrealen Ereignisse wurde von Minute zu Minute größer, wurde immer unerträglicher. Ich hatte das Gefühl, den Verstand dabei zu verlieren, und obwohl ich für den Rest der Nacht nichts als trügerische Stille hörte, dauerte es, bis die ersten Sonnenstrahlen durch das Schlafzimmerfenster schienen, dass ich genügend Mut aufbrachte, um aufzustehen und vorsichtig die Schlafzimmertüre zu öffnen. Die Wohnung wirkte so gewöhnlich und unberührt, wie immer eben. Der einzige Beweis für meine unerklärliche Tortur war der Stuhl, der noch immer an der Haustür lehnte, und die dunkle Pfütze, die auf dem Balkon vor sich hin trocknete. Völlig benommen und kaum einen klaren Gedanken fassend, schleppte ich mich zur Arbeit. Meine Erinnerungen an diesen Tag sind nur noch verschwommen und bruchstückhaft. Mein aschfahles Spiegelbild, das mich im Toilettenspiegel anstarrt, als ich mir kaltes Wasser ins Gesicht spritze. Das unaufhörliche Klingeln meines Bürotelefons, als ich benommen an meinem Schreibtisch saß. Mein sichtlich frustrierter Chef, der sich die Schläfen rieb, während ich während des Treffens, auf das ich mich sorgfältig vorbereitet hatte, kaum mehr als ein paar Worte hervorwirkte. Ich fühlte mich, als würde ich durch einen dichten Nebel stolpern, ohne dass ein Ende in Sicht war. Pausenlos musste ich an das denken, was mir in der Nacht widerfahren war. Erschöpft und niedergeschlagen verließ ich das Büro früher als sonst, um nach Hause zu gehen. Ich nahm eine Schlaftablette und kletterte ins Bett, in der Hoffnung, dass mich schnellstmöglich ein traumloser Schlummer ereilen würde.
Und so war es, bis der Wecker es beendete und ich mich trotz einer Überlänge an Schlaf wie gerädert fühlte. Benommen öffnete ich meine Augen und augenblicklich spürte ich, wie ranzige Galle meine Kehle hinaufkroch. Ein Pfad nasser Schuhabdrücke verlief über den Schlafzimmerboden, führte die Wände entlang, hinauf zur Decke und endete abrupt über meinem Bett. Ich wünschte, ich könnte behaupten, mutig gewesen zu sein. Denn wenn ich mutig gewesen wäre, wenn ich die Schuhabdrücke weggewischt und versucht hätte, irgendetwas zu tun, um mein Zuhause vor dem grau gekleideten Fremden zu schützen, dann wäre mein Leben vielleicht gänzlich anders verlaufen und nicht zu diesem trostlosen Dasein verkommen, das ich heute lebe. Die Worte hier vielleicht nie geschrieben worden. Aber die Wahrheit ist, dass ich kein tapferer Mann war, kein tapferer Mann bin. In Wahrheit packte ich alles, was in meine Koffer passte, kaufte eine Zugfahrkarte und fuhr noch am Morgen ab. Ich bin nie wieder in dem idyllischen Strandort zurückgekehrt, der mir vor jenem Ereignis noch so viel Glück gebracht hatte. Meine Angst vor dem grauen Mann war so unglaublich übermächtig, dass sie mich dazu trieb, meine Wohnung und meinen Besitz, meine hart erarbeitete Karriere und die vielversprechende Zukunft, für die ich so fleißig gearbeitet hatte, aufzugeben. Ich kehrte in meine Heimatstadt zurück, eine kleine Stadt weit weg von jenem Strand, und begann ein ruhiges Leben zu führen. Bis heute. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie mein Leben jetzt aussehen würde, wenn ich nicht diesen schicksalshaften Spaziergang am Strand gemacht hätte. Manchmal liege ich wach im Bett, kann nicht einschlafen und fühle mich ganz krank vor Bedauern. Ohnmächtig, deprimiert, verbittert. All die Jahre später verstehe ich noch immer nicht, wer oder was der alte Mann war. Jahrzehntelange Angst, ihn im Nacken zu haben. Das Gefühl, ihn in jeder dunklen Ecke erblicken zu können. Ängstlich, einsam, hilflos. Ich verließ mein Haus nur noch, wenn es nötig war, und schließlich begann ich es überhaupt nicht mehr zu verlassen. Der größte Teil meiner Familie ist jetzt nicht mehr da, und die einzigen Menschen, die ich noch sehe, sind die, die meine Post ausliefern, und die Freiwilligen einer örtlichen Wohltätigkeitsgruppe, die mir lauwarme Mahlzeiten bis vor meine Haustür liefern. Schmerzhafte, unüberwindbare Einsamkeit verfolgt mich. Ein melancholisches Gespenst. Aber letzte Nacht schaute ich nach draußen und sah etwas, das nur wenige Zentimeter von meinem Fenster entfernt stand. Es war in Mondlicht getaucht und starrte unbewegt zurück, etwas Graues. Ich weiß, dass der alte Mann bald hier sein wird, hier bei mir drinnen. Aber ich habe keine 30 Jahre mehr Zeit, mich zu verstecken, und ich bin viel zu müde, um noch weiter davon zu rennen. Es ist schon irgendwie komisch. Nachdem ich so lange in Angst vor diesem Moment gelebt habe, fühle ich jetzt, wo er eingetreten ist, nichts. Ich bin bereit, meinen endgültigen Frieden zu finden. Bereit, nicht länger in diesem isolierten Gefängnis gefangen zu sein, in das ich mich selbst gesperrt habe. Was auch immer passiert, ich hoffe, dass der heutige Abend damit endet, dass ich meine endgültige Ruhe finde. Was auch immer das heißen mag. Meine Hände zitterten, als ich das Tagebuch durchblätterte und feststellte, dass der Rest der Seiten leer war. Als ich mich hinlegen wollte, begann der Himmel zu rumoren. Die Nacht war stürmisch, der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben und der Wind fegte durch die menschenleeren Gassen, und ich habe in jener Nacht kein Auge zubekommen. Stattdessen las ich den Eintrag immer wieder, fasziniert von dieser seltsamen Geschichte, und transkribierte sogar jedes Wort davon auf meinen Laptop. Am Morgen, als der Regen endlich vorbei und der Himmel wieder blau war, schnappte ich mir das Tagebuch und fuhr zurück zu jenem Backsteinhäuschen. Ich hoffte, die Frau dort wieder anzutreffen. Ich wusste, dass die Fragen, die ich ihr stellen wollte, verwirrend und seltsam oder ihr vielleicht sogar völlig geisteskrank erscheinen würden. Aber ich konnte meine Neugier einfach nicht unterdrücken. Ich musste wissen, was mit ihrem Onkel Lawrence passiert war und ob der alte graue Mann für seinen Tod verantwortlich war. Als ich in die abgelegene Straße des Hauses einbog, sah ich schon von Weitem die Tische vor der Garageneinfahrt stehen. Aber als ich mich der Auffahrt näherte, bemerkte ich, dass alles nass aussah. Der Regen hatte die Kartons stark durchnässt und auch all die Kleidungsstücke, die sich in ihrem Inneren verbargen, fühlten sich feucht an.
und urplötzlich wurde mir klar, dass der Garagenverkauf nicht wieder eröffnet hatte, sondern dass einfach nichts weggeräumt worden war. Alles wie gestern. Von den völlig durchnässten Decken bis hin zu den regengefüllten Teetassen. Ich war ein wenig verwirrt, da die Frau ja gestern schon im Begriff war, alles wieder ins Haus zu räumen. Die Gegenstände auf den Tischen fixierend, ging ich hinüber zur Eingangstür, als ich im Augenwinkel sah, wie etwas aus einem der oberen Fenster lugte. Mein Atem stockte, meine Finger wurden taub und mir entglitt das Tagebuch. Ohne mich umzudrehen, rannte ich zu meinem Wagen. Es war etwas, das mich so sehr erschreckt hat, dass ich mich die letzten 3 Tage in meinem Haus verschanzt habe, und aus Angst vor dem, was ich sehen könnte, habe ich es nicht einmal gewagt, nach draußen zu schauen. Es war etwas, das mich dazu gezwungen hat, alles zu tun, um wach zu bleiben, einschließlich des Schreibens dieses Beitrags, weil ich Angst davor habe, was in mein Zuhause kommt, wenn ich einschlafe. Es war etwas, das mich unaufhörlich wünschen ließ, ich wäre nie in dieses verfluchte Haus zurückgekehrt oder hätte auch nur ein einziges Wort aus diesem Tagebuch gelesen. Etwas Graues. Meine Angst, durch Tunnel zu fahren. Eigentlich hätte ich an diesem Abend nicht fahren sollen. Pat war unsere designierte Fahrerin, aber nach der Hälfte des Abends vergaß sie ihr Versprechen. Oder besser gesagt, sie vertrank es. Ich hatte schon 2 Bierintus, als ich sah, wie sie rot im Gesicht und wackelig auf den Beinen wurde. Und da wusste ich, dass mein Alkoholkonsum auf der Stelle zu Ende war und dass ich mich später in das Steuer quetschen müsste. Ich war zwar ein wenig verärgert, aber da ich nicht vorgehabt hatte, mich an diesem Abend ins Koma zu trinken, dachte Pat wohl, dass Nüchternheit an sie verschwendet wäre und meinte wohl, dass ich mich quasi dazu aufdrängte, ihren Platz einzunehmen. Jedenfalls half ich Pat und unseren anderen Freunden Cynthia und James ins Auto und nahm selbst auf dem Fahrersitz Platz. Pat murmelte irgendetwas darüber, was für ein toller Freund ich sei und erntete dafür nichts als Sticheleien von mir. Die anderen beiden fielen Stante-Pede in ein schnarchendes Alkoholkoma, bevor sie sich überhaupt angeschnallt hatten, so dass ich mich wie eine Mutter über sie beugen musste und ihnen genervt die Sicherheitsgurte um die Körper schlang. War ich auch so schlimm, wenn ich trank? Ein weiterer Anflug von Ärger überkam mich. Sie konnten alle ruhig schlafen und ließen mich allein, während ich wach und aufmerksam bleiben musste, um für sie Taxi zu spielen. Außerdem war ich nicht so scharf darauf, speziell Pat nach Hause zu fahren. Es gibt nämlich einen Tunnel zwischen ihrem Haus und dem Stadtzentrum. Für alle anderen ist es ein ganz normaler Tunnel. Aber ich kann ihn nicht ausstehen. Ich bekomme eine Gänsehaut, weil mir als Kind etwas passiert ist. Ehrlich gesagt macht er mir eine Heidenangst. Normalerweise nehme ich eine andere Route, um ihn zu umgehen, aber das verlängert die Fahrt um fast eine ganze Stunde. Und um 2 Uhr morgens in einem Auto, das nach verkrusteter Kotze stinkt, habe ich den Fehler gemacht, den Tunnel zu wählen. Ich möchte klarstellen, dass ich, als ich sagte, der Tunnel mache mir Angst, niemals hätte vorhersagen können, was in dieser Nacht geschah. Als ich ein Kind war, erzählte mir mein Bruder, dass der Tunnel das Maul eines Riesen sei und dass man nur überleben könne, wenn man die ganze Zeit die Luft anhalte. Im Nachhinein betrachtet war das dumm, aber Kinder glauben an die seltsamsten Aberglauben. Also hielt ich die Luft an, bis ich nicht mehr konnte, bis die Welt fast nur noch aus Dunkelheit bestand, mit ein paar kleinen Lichtpunkten, und dann atmete ich ganz leise ein und hörte einen Schrei vom anderen Ende des Tunnels kommen. Ich war überzeugt, dass ich den Riesen auf mich aufmerksam gemacht hatte, und nun würden wir sterben. Können Sie sich das vorstellen, in diesem Alter die echte, ehrliche Angst vor dem Tod zu erleben? Nun, da ich dies schreibe, bin ich natürlich nicht im Bauch eines Monsters gestorben. Stattdessen hyperventilierte ich, schlug die Hände vor den Mund und machte mich auf das Schlimmste gefasst, bis wir auf ein Autowrack stießen. Jemand hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war direkt in die Tunnelwand gefahren. Das war das Geräusch, das ich gehört hatte. Ich sah jedoch keinen einfachen Unfall. Durch die Linse der kindlichen Vorstellungskraft sah ich das verbogene Metall als ein Auto, das von den Zähnen des Riesen zermalmt worden war. Ich dachte, dass der Unfall irgendwie meine Schuld gewesen sei und das alles nur, weil ich einen Atemzug genommen hatte.
Danach wollte ich nie wieder durch diesen Tunnel fahren. Und wenn ich es doch musste, hielt ich die ganze Zeit die Luft an, nur für den Fall. Als ich älter wurde, verwandelte sich diese Angst in die Vermeidung des Tunnels. Was uns zu dieser Geschichte führt. Zu mir, wie ich am Straßenrand in der Nähe des Tunnels anhielt, während meine drei Freunde auf den Beifahrersitzen lautstark im Saufkoma lagen. Ich spürte, wie mir die Angst in die Glieder kroch. Irgendetwas an der Art, wie sich der Wind durch den Eingang bewegte, machte mich nervös. Ich konnte das Heulen sogar bei hochgekurbelten Fenstern hören. Ich dachte mir, ich warte, bis ein anderes Auto reingefahren ist. Ich weiß, wie doof das klingt, aber Sie wissen ja, was man sagt. Gemeinschaft macht stark. Oder geteiltes Leid ist halbes Leid? Es dauerte nicht lange, bis ein kleiner Corolla mich überholte und in die Dunkelheit eintauchte. Ich gab Gas und fuhr hinterher, wobei ich versuchte, mich nicht allzu sehr zu gruseln. Es war schön, die Rücklichter zu sehen, die den Weg vor mir ausleuchteten. Ich folgte ihm etwa bis zur Hälfte des Tunnels, bis zu dem Punkt, an dem ich anfing, um meinen Atem zu kämpfen. Ich spürte, wie ich ihn unwillkürlich anhielt. Bis jetzt lief es gut, sagte ich mir, und ich begann, mich ein wenig zu entspannen. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Plötzlich geschah etwas Seltsames. Das Auto vor mir begann zu schrumpfen, als hätte es heftig beschleunigt. Ich beschleunigte ebenfalls, um die Verfolgung aufzunehmen, um sein Licht nicht zu verlieren. Aber egal wie schnell ich fuhr, der Abstand zwischen uns wurde immer größer. Ich konnte das Aufheulen des Motors nicht hören und ich konnte nicht verstehen, warum und wie es so schnell und so leise fuhr. Es schrumpfte immer weiter und beleuchtete die scheinbar immer enger werdenden Tunnelwände. Ich hätte angehalten und umgedreht, wenn ich nicht sicher gewesen wäre, dass es sich nur um eine optische Täuschung handelte. Ebenso hätte ich umgedreht, wenn ich gemerkt hätte, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon längst aus dem Tunnel hätte heraus sein müssen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dieser Corolla war mein Baum. Als der Corolla am Horizont zu verschwinden drohte, merkte ich, dass ich mit dem Kopf über dem Lenkrad hing. Ich hörte auf, mich auf meinen Konvoipartner zu konzentrieren, wurde langsamer und nahm die Umgebung in Augenschein. Wo war die linke Fahrspur? Verschwunden, stellte ich fest. Ich war zwischen engen Tunnelwänden eingeklemmt und die Decke war so niedrig, dass, wenn ich einen Lieferwagen gefahren hätte, das Dach dagegen geschrammt wäre. Mein erster Gedanke war, dass ich irgendwie in einen Wartungstunnel geraten war und ich hatte Glück, dass ich dabei nicht Pets Auto zerkratzt hatte. Und dann bemerkte ich, wie dunkel es war. Da der Corolla nun völlig außer Sichtweite war und es keine Hängelampen gab, konnte ich nur so weit sehen, wie meine Scheinwerfer leuchteten. Alles darüber hinaus war stockdunkel, wie in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Ich war mir nicht sicher, wie weit ich in den Wartungstunnel hineingefahren war und auch nicht, ob er in einer Schleife wieder auf der Hauptstraße mündete. Ich hatte keinen Platz, um das Auto zu wenden, und der Gedanke, den ganzen Weg rückwärts zu fahren, erfüllte mich mit einem starken Gefühl des Grauens. Ich wollte nicht nach vorne schauen. Irgendetwas sagte mir, dass ich meine Augen auf die Straße vor mir richten musste. Ich schluckte einen Knoten der Besorgnis hinunter, doch das Gefühl, im Rachen eines Riesen festzusitzen, ließ ich einfach nicht abschütteln. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber die Wand war so eng, dass ich nur einen Fuß herausquetschen konnte. War der Tunnel schmaler geworden? Nein, es gab keinen anderen Ausweg. Ich schloss die Tür und beschloss, weiterzufahren. Zumindest hoffte ich, dass der Tunnel sich so weit verbreitern würde, dass ich irgendwann abbiegen konnte. Ich ging es langsam an. Unter den Reifen knirschten kleine Steinchen. In meinem peripheren Blickfeld bewegte sich etwas, und mein Blick schoss zum Seitenspiegel. Ich könnte schwören, dass ich den Beton hinter mir einknicken sah. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, Pat wach zu rütteln, doch vergeblich. Ich konnte spüren, wie es auf meiner Haut kribbelte, jeder Zentimeter davon. Es war, als wäre ich mir meiner selbst plötzlich übermäßig bewusst. Es juckte, das Blut schoss mir in den Kopf und ich schwöre, ich konnte spüren, wie sich meine Augäpfel bewegten. Als würde alles um mich herum verschlingend enger werden. Ich musste raus aus der bedrückenden Enge. Die Wände wurden immer schmaler, meine Kehle schnürte sich zu. Das Atmen fiel mir immer schwerer. War das meine Einbildung?
Ich klatschte verzweifelt gegen Pat und obwohl ich bis bei Cynthia und James versuchen wollte, konnte ich mich nicht dazu durchringen, auf den Rücksitz zu schauen. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas in meinem Bauchgefühl sagte mir, wenn ich mich umdrehte, würde ich vorne eine Betonwand vorfinden, die mich endgültig einschloss. Ich weiß nicht, ob es stur oder dumm war, mich nicht umzudrehen. Ich weiß nicht, ob es falsche Hoffnung, Logik oder Angst war. Ich habe keine Ahnung, was mich dazu brachte, weiterzufahren, selbst als ich das Schaben von Metall und Beton hörte. Selbst als ich meine Nägel in das Lenkrad gruben, selbst als ich mit den Zähnen knirschte und versuchte, den Tunnel zu zwingen, mich loszulassen. Und in diesem Moment hörte ich einen Schlag, er war heftig, wamm, gegen Pets Tür. Als ich mich traute, hinzusehen, wich das Blut aus meinem Gesicht. Da war etwas in der Wand, etwas, das aus der Wand herauskam, um genau zu sein. Felsige Finger, die an Handflächen befestigt waren, die gegen das Glas drückten. Die Wand kräuselte sich wie eine Welle und die Hände ritten auf ihr, griffen nach uns. Ich beschleunigte mein Tempo, ohne zu wissen, ob ich wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde oder meiner Erlösung näher kam. Die Hände hielten das Tempo und folgten mir mit 80 km/h, als ob das nichts wäre. Die Wände wurden immer dichter. Ich war in der Dunkelheit eingeschlossen. Die Wände bewegten sich, fest, aber verformbar. Weich wie flüssiger Beton, aber als sie das Auto trafen, flogen Funken. Ich merkte, dass ich schrie. Ich drückte das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Die Hände verfolgten uns weiterhin. Noch mehr Hände. Ich konnte sie im Rückspiegel sehen, in den Seitenspiegeln, direkt vor mir. Sie waren überall, kratzten und klopften an das Auto und versuchten hineinzukommen. Ich schrie so laut, dass sich meine Kehle wie viel zu raues Sandpapier anfühlte. Gesichter begannen sich von den Wänden zu lösen. Münder, Augen und Nasen traten hervor, wie Gesichter, die durch Stoff gedrückt wurden. Ich konnte nicht sagen, ob ich immer noch schrie oder ob das Gejaule, das ich hörte, aus diesen Betonmäulern kam. Ich wusste nur, dass ich hier irgendwie weg musste. Ich musste uns in Sicherheit bringen. Ich konnte nicht zulassen, dass sie uns einholten. Ich muss irgendwie wieder klarer im Kopf werden. Plötzlich hörte ich das vertraute Klicken des Türgriffs, der gezogen wurde. Pets Tür. In einem anderen Zusammenhang wäre das Geräusch nicht so herzzerreißend erschreckend gewesen. In diesem Fall trieb es mich über den Rand hinaus, so tief in den Brunnen des Grauens, dass ich fast ohnmächtig wurde. Mein Nervensystem konnte mit der Reizüberflutung und der Panik nicht umgehen. Ich glaube, das ist ein Gefühl völliger Resignation. Ich glaube, der Bereich jenseits der Angst ist eine Art Akzeptanz des eigenen Schicksals, des unvermeidlichen Todes. Es ist eine Freundlichkeit, die dein Körper dir in den letzten Momenten deines Lebens entgegenbringt, damit keine Spuren der Angst zurückbleiben, wenn deine Seele deinen Körper verlässt. Oder vielleicht ist es für ihre Lieben, damit sie sehen können, dass sie friedlich gestorben sind und leichter weiterleben können, als wenn sie in wilden Stößen quälender Angst um Hilfe bettelnd und schluchzend ins Gras gebissen hätten. Der Punkt ist, dass ich, als ich die Tür zu öffnen begann, diese Welle der beinahe Beruhigung spürte und meine Augen schloss, um sie geschehen zu lassen. Ich nahm meine Hände vom Lenkrad und ließ das Gaspedal langsam los. Und dann war es still. Es gab kein knirschendes Geräusch von Metall auf Beton mehr, kein Schreien, kein Klopfen oder Kratzen oder etwas Ähnliches. Ich öffnete die Augen rechtzeitig, um zu sehen, wie das Auto endlich aus dem Tunnel herausfuhr, der Nachthimmel in seliger Ferne lag und die Baumgrenze einen großen Bogen um mich machte. Die falsche Ruhe verwandelte sich in ehrliche Erleichterung. Die Erleichterung verwandelte sich jedoch schnell wieder in Angst, als ich darüber nachdachte, was gerade passiert war. Man kennt ja die Geschichten von verletzten Menschen, die zu unglaublichen Leistungen fähig sind, um sich zu retten, und in dem Moment, in dem sie in Sicherheit sind, brechen sie zusammen. Das beschrieb mich in diesem Augenblick auch ganz gut. Ich fuhr den Wagen noch ein Stück weiter die Straße hinunter und fuhr an den Rand. Der Stress ließ mich heftig zittern und ich konnte kaum die Beine aus dem Auto bekommen. Ich fiel auf alle Viere, ich muss wie ein Betrunkener ausgesehen haben. Während ich auf dem Gras taumelte, konnte ich hören, wie Cynthia und James auf dem Rücksitz aufwachten und Fragen stellten. Belanglose Fragen wie, warum halten wir an? Oder, wo sind wir?
Es war mir völlig egal, was sie sagten. Ich weiß, was sie gerade denken. In dem Moment, in dem ich die Augen schloss und mein Schicksal akzeptierte, wurde ich aus dem Tunnel befreit. Es muss alles nur ein böser Traum gewesen sein oder eine seltsame Allegorie für die Bewältigung meiner Kindheitsängste. Aber sie irren sich. Das Auto war völlig zerkratzt. Die Beulen im Blech hatten die Form großer Hände. Und dann war da noch Pat. Pat, die eigentliche Fahrerin, die sich betrunken hatte und mich an diesem Abend zwang, ihren Platz einzunehmen. Pat, meine Freundin seit der Grundschulzeit. Pat, die während der gesamten Dauer des Tunnels nicht auf meine Schreie, Wachrüttelversuche und Bitten aufzuwachen reagiert hatte. Pat, welche tot war. Deren Gesicht sich vor Entsetzen verzog, als wäre sie gerade noch rechtzeitig aufgewacht, um den Tod auf sich zukommen zu sehen. Pat, die keine Zeit hatte, die Stadien der Angst zu durchlaufen und die Glückseligkeit vor dem Ende zu erreichen. Der Grund, warum ich jetzt glaube, dass der Frieden mehr für die anderen als für einen selbst ist. Denn jetzt weiß ich, dass sie schreiend gestorben ist. Ich weiß genau, wie sie sich in diesen letzten Momenten gefühlt hat, denn ich habe ebenfalls jede Sprosse der Angstleiter erklommen, aber ich habe überlebt, um die Geschichte zu erzählen. Letztendlich wurde der Tod von Pat als Herzinfarkt eingestuft. Die Beamten glauben, dass ich am Steuer eingeschlafen bin und das Auto in die Mauer geschleudert habe, bevor ich die Kontrolle wieder erlangte. Was keinen Sinn ergibt, denn die Kratzer waren auf allen Oberflächen des Autos, sogar auf dem Unterboden. Aber ich nehme an, sie suchten einfach nur nach einer Erklärung, egal ob wahr oder falsch. Was den Tunnel angeht, so habe ich nicht vor, jemals wieder durch ihn hindurchzufahren. Aber nach meinen Recherchen weiß ich nun eines, was ich nicht wusste, als es passierte. Es gibt keinen Wartungstunnel. Es gibt nur die Hauptstraße, was bedeutet, dass der einzige Fehler, den ich in dieser Nacht gemacht habe, darin bestand, überhaupt in das Maul des Ungeheuers zu fahren. Meine Freunde und ich erkundeten das Sanatorium von Collinsworth. Wir waren dort nicht allein. Bevor diese Geschichte beginnt, sollte ich mich wohl erst einmal vorstellen. Mein Name ist Danny Hagger und ich habe früher mit meinen Freunden Stacy, Johnny und Tyler verlassene Gebäude erkundet. Wir waren richtige Urban Explorer, kurz Urbexer. Nun ja, früher ist zwar etwas übertrieben, aber mir fällt gerade kein passenderer Begriff ein. Meine Freunde und ich sind praktisch zusammen aufgewachsen und waren seit der 3. Klasse befreundet. Verlassene Gebäude und Orte, an denen es angeblich spukt, haben uns schon immer fasziniert. Vor allem seit wir auf YouTube Dutzende Videos von solchen Orten gesehen haben. Ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, hey, ich fände es cool, wenn wir solche Orte selbst erkunden könnten. Aber da, wo wir wohnten, gab es nicht viele verlassene oder verwunschene Orte, die man erkunden konnte, also kam es früher nicht dazu. Wir machten alle etwa zur gleichen Zeit unseren Highschool-Abschluss und wohnten in einem Studentenwohnheim in der Stadt Smethport, Wisconsin, die etwa 3 oder 4 Meilen außerhalb unserer alten Stadt Bakersfield lag. Die Erkundung von verlassenen und verwunschenen Gebäuden hat uns eine Zeit lang ziemlich viel Spaß gemacht. Wir fanden sogar manchmal Dinge, die cool genug waren, um sie als Souvenir mitzunehmen. Es gab sogar Momente, in denen wir uns in Spukhäusern richtig erschreckten und am nächsten Tag darüber lachten, denn wir hatten die beste Zeit unseres Lebens. Eines Tages jedoch änderte sich das alles, als Johnny mit einem extrem breiten Grinsen in unser Wohnheim kam. Dann drückte er Stacy, Tyler und mir sein Handy ins Gesicht. »Ich habe vielleicht gerade den perfekten Ort gefunden, den wir erkunden können«, sagte Johnny ganz aufgeregt. »Wovon redest du da?« fragten Stacy und Tyler unisono. Ich war ein wenig skeptisch, nahm Johnnys Handy und las den Zeitungsartikel vor, den er gefunden hatte. Das Sanatorium von Collinsworth, welches 1956 geschlossen wurde, ist der neueste Schrei bei Urban Explorern und selbsternannten Geisterjägern.
Die Einzelheiten des Artikels waren nicht gerade ausführlich. Es wurde geschlossen, weil sich die Vorwürfe über unmenschliche Forschungstests und Behandlungen wie ein Lauffeuer verbreiteten. Überprüfungen durch die Regierung bestätigten diese Vorwürfe und sie strich der Einrichtung die Mittel. Innerhalb eines Jahres wurde sie endgültig geschlossen. »Das klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein«, sagte Stacy. Tyler und ich nickten zustimmend mit dem Kopf. »Wir lieben doch alle verlassene und verwunschene Orte, hm? Dieses Sanatorium klingt nach einer perfekten Mischung aus beiden. Ich habe mir sogar die Freiheit genommen, diesen Ort nachzuschlagen.« Er holte ein ausgedrucktes Bild des Ortes hervor. Es war riesig, gigantisch. »Wie weit ist es von hier aus?«, fragte Tyler. Johnny dachte einen Moment nach. »Na, es ist nur etwa 10 Meilen von hier. Ich weiß es, weil ich dort vorbeigefahren bin, als ihr drei zum Haus von Stacys Eltern gefahren seid, um ihnen beim Einzug zu helfen. In echt sieht es noch viel gruseliger aus. Ich habe sogar gehört, dass es dort einen Friedhof mit anonymen Gräbern gibt.« Den letzten Teil sagte er so gruselig, wie er konnte. »Ich glaube auch, dass es noch cooler wäre, wenn wir die ganze Nacht dort verbringen würden«, fügte Johnny hinzu. Schließlich, nachdem wir ein paar Minuten darüber nachgedacht hatten, stimmten wir zu, an diesem Wochenende mit Johnny dorthin zu fahren. In den Tagen vor dem großen Abenteuer, das wir geplant hatten, gingen wir in unseren örtlichen Supermarkt, um ein paar Dinge zu besorgen. Taschenlampen, Laternen, Batterien, Snacks und ein paar Schlafsäcke. Dann war der Tag endlich gekommen und wir beluden den Van mit all unserer Ausrüstung und machten uns auf den Weg. Ich schaute auf die Uhr, als wir den Parkplatz der Universität verließen und sah, dass es genau 19.30 Uhr war und die Sonne bereits unterging. Als wir dort ankamen, war die Sonne nur noch als orangefarbene Erinnerung am weit entfernten Horizont auszumachen. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, warum wir den Van am Anfang der Zufahrt zum Asylum abgestellt haben, aber ich vermute, Johnny wollte den Gruselfaktor erhöhen, was übrigens funktioniert hat. Wir gingen den dunklen, von großen Eichen gesäumten Weg entlang. Die riesigen Bäume verdeckten die letzten Lichtstrahlen und den aufkommenden Mond zur Gänze. Wie wir erwartet hatten und wie Johnny sagte, war das Gebiet gigantisch. Wir gingen auf das große Eisentor zu, das leicht angelehnt war. Es knarrte und ächzte im Wind, als wolle uns das Material eine Warnung zuwispern. »Ich glaube, wir sollten das nicht tun«, sagte Tyler leise. Stacy nickte zustimmend, schaffte es aber, ihre Angst herunterzuschlucken. »Aber wir sind doch schon hier. Es wäre reine Benzinverschwendung, hierher zu kommen, sich 2 Minütchen das Gebäude anzusehen und dann einfach wieder mir nichts, dir nichts nach Hause zu tuckern.« Im Nachhinein wünschte ich, wir hätten auf Tyler gehört. Wir packten alle unsere Sachen zusammen und mit einem lauten und langen Knarren öffneten wir das riesige Eisentor und machten uns auf den Weg zum Eingang der Anstalt. Das Erste, was mich überraschte, war, dass die Eingangstür aus den Angeln gerissen war und auf dem Boden lag, als ob jemand oder etwas Großes Mächtiges sie aus dem Rahmen geprügelt hätte. Wir schalteten unsere Taschenlampen ein und gingen langsam in den dunklen Raum, der sich vor uns auftat. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe umher und stellte fest, dass wir uns im Empfangsbereich der Anstalt befanden. Die Wände waren weiß mit einer abblätternden roten Linie in der Mitte. »Wir sollten uns als Erstes einen Ort zum Schlafen suchen, bevor wir mit unseren Erkundungen beginnen«, sagte Stacy. Wir waren uns alle einig, dass wir das Medikamentenbüro im 2. Stock benutzen wollten, also machten wir uns alle auf den Weg zur Treppe und stiegen hinauf. 2 Stockwerke später erreichten wir besagten Flur mit dem Mediraum, legten unsere Schlafsäcke kreisförmig auf den Boden, zündeten eine Laterne an und stellten sie in die Mitte des Raumes. »Also, was meint ihr? Was sollen wir hier zuerst erkunden?«, fragte Johnny. Wir zuckten alle 3 mit den Schultern und fragten ihn, ob er eine Karte habe. Er nestelte sie aus der Hosentasche, wir sahen sie uns an und beschlossen, einfach loszugehen und die gesamte Anlage zu erkunden. Schließlich war es schon ziemlich dunkel und wir wollten so viel wie möglich sehen, bevor wir am Morgen wieder aufbrechen mussten. Es war etwa 23 Uhr, als wir zu den Hauptzellen für die Geisteskranken ankamen. Abgesehen von den Lichtern unserer Taschenlampen war es stockdunkel und abgesehen von unserem Atem war es mucksmäuschenstill dort drin. Wir erkundeten das Gebäude von oben bis unten, naja, fast bis ganz unten, wobei Johnny immer wieder verschwand und aufsprang, um uns eine Heidenangst einzujagen, aber wir lachten nur darüber.
Wir haben sogar ein paar Mal versucht, ihn zurückzuerschrecken, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Wir hörten sogar seltsame und unheimliche Geräusche, und obwohl sie uns Angst machten, versuchten wir sie als Wind oder Ähnliches abzutun. Ich wünschte, wir hätten recht damit gehabt. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Erkundung ohne Probleme verlief, aber ich würde lügen, wenn ich das behaupten würde. Als wir alle im Untergeschoss der Anstalt ankamen, wo sich das komplizierte System der gewundenen Tunnel befand, hatte ich sofort das Gefühl, dass jemand oder etwas uns viel beobachtete und nicht wollte, dass wir dort unten waren. Stacy muss das auch mitbekommen haben, denn sie fing an zu zittern. Ich denke, wir sollten zurück zu unseren Schlafsäcken und uns dann ein wenig ausruhen, bevor wir wieder 10 Meilen zurück zur Uni fahren müssen. Johnny schnaubte nur. Ach, kommt schon, ihr drei, hört auf, solche Weicheier zu sein. Ich will sehen, wohin diese Tunnel führen und herausfinden, was sich in diesen verschiedenen Räumen befindet. Dann lachte er. Ich schlag sogar vor, dass wir uns in 2er-Teams aufteilen. Ich gehe mit Tyler und Stacy, du gehst mit Danny zusammen. Tyler und ich gehen nach rechts und ihr zwei geht geradeaus. Stacy, Tyler und mir graute vor dem Gedanken, uns aufzuteilen. Ich spürte die Gegenwart von etwas, das sich nicht ganz richtig anfühlte. Johnny, du bist absolut verrückt. Du hast genügend Horrorfilme mit uns gesehen, um zu wissen, dass es eine verdammt schreckliche Idee ist, uns aufzuteilen. Selbst in 2er-Teams. Was, wenn es hier unten etwas Unnatürliches und Böses gibt, was uns fressen will? Was, wenn es einen Killer gibt? Was, wenn... Stacy wurde von Johnnys schallendem Gelächter unterbrochen. Wirklich, Stacy? Ist das dein Ernst? Diese Filme sind ein verdammter Fake. Das weißt du. Hier unten gibt es nichts außer uns. Dir wird nichts passieren. Du wirst nicht umgebracht oder gefressen werden. Hör auf, so eine kleine Pussy zu sein. Und damit verschwanden Tyler und Johnny in einem Tunnel zu unserer Rechten, während Stacy und ich in den Tunnel, der sich vor uns auftat, gingen. Stacy und ich liefen eine gefühlte Ewigkeit. Ich schaute auf die Uhr. Es war 3 Uhr, als ich ein Klirren hörte, während wir durch eine große Stahltür gingen. Ich rieb mir den Kopf, als ich mit meiner Taschenlampe auf die Tür leuchtete. Über der Tür befand sich ein Schild mit der Aufschrift Leichenschauhaus. Und auf die Tür waren die Worte Warnung, bleib draußen gesprüht. Ich sah Stacy an, die immer noch leicht zitterte. Ich streckte meine Hand nach dem Griff aus, drehte ihn mit Leichtigkeit und öffnete die Tür. Der Geruch des Todes und die scharfe Ausdünstung von Blut erfüllten unsere Nasenlöcher. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe in den Raum und musste mich fast übergeben. Überall lagen Leichen und Blut, welches noch relativ frisch aussah. Einige der Leichen waren so stark verstümmelt, dass ihr Blut und ihre Eingeweide über dem Boden, die Wände und die Decke verstreut waren. Ich leuchtete mit meinem Licht in die Ecke des Raumes, wo die Leichenschränke standen. In der Ecke kauerte etwas, das wie ein großer Mann aussah, etwa 7 bis 8 Fuß groß, der einen Hirschschädel trug. Nur, dass es keiner war. Die Kiefer des Schädels bewegten sich, während er das Fleisch einer der Leichen verschlang. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber es ging nicht. Das Ding blieb stehen und plötzlich mit einer Bewegung, die zu schnell war, als dass sich etwas Natürliches so hätte bewegen können, starrte es direkt auf Stacy und mich. Seine Zähne waren mit den leuchtend purpurroten Blutresten seiner Opfer bedeckt. Dann sprang es mit einem lauten, furchterregenden Schrei plötzlich auf und stürzte in unsere Richtung. Ich schloss die Tür so schnell ich konnte, packte Stacy am Arm und rannte den dunklen Tunnel hinunter. Ich hörte, wie die Stahltür aus den Angeln gehoben wurde, gefolgt von einem weiteren durchdringenden Brüllen und donnernden Schritten, als das Ding uns verfolgte. Nachdem wir gefühlte Stunden gerannt waren, trafen wir endlich auf Johnny und Tyler, die den Krankenflügel der Anstalt erkundeten. »Wir müssen sofort hier raus!« Stacy schrie. Ich drehte mich zu ihr um und hielt ihr die Hand vor den Mund. »Du musst leise sein, sonst weiß das Ding, wo wir sind, und wir kommen hier nie wieder raus!« Johnny sah verwirrt aus. »Es zum Teufel! Warum scheißt ihr euch so in die Hose?« Ich erzählte ihm von der Leichenhalle, den frischen Leichen, deren Blut und Eingeweide wie verdrehte Pinatas im Raum verstreut lagen. Dann erzählte ich ihm von dem Monster, das uns gejagt hatte. Johnny sah aus, als würde er es verstehen.
Dann begann er laut zu lachen. Du willst mich verarschen, was? Ich werde jetzt vor diese Tür gehen und dir beweisen, dass dein sogenanntes Monster nicht echt ist. Stacy und ich versuchten verzweifelt, ihn zu warnen, im Zimmer zu bleiben. Vergeblich. Er trat auf den Flur hinaus und leuchtete mit seinem Licht umher, als wir dieses Ding diesen verdammten Schrei ausstoßen hörten. Das Monster warf Johnny zu Boden, während wir in den Spinden hilflos zusahen, wie es ihm mit seinen Klauen den Bauch aufriss und Johnnys Eingeweide herauszog. Johnny schrie im Todeskampf, als das Ding ihn zerfetzte und alles verschlang, was es konnte. Der arme Tyler war als nächster dran. Tyler versuchte, aus dem Raum zu rennen, aber seine Bemühungen wurden in Sekundenbruchteilen zunichte gemacht, als sich das Monster auf ihn stürzte und ihm mit einem ekelhaften Geräusch den Kopf von den Schultern riss. Als ich sah, dass es abgelenkt war, sagte ich zu Stacy, dass wir versuchen müssen, zum Ausgang zu rennen. Schnell verließen wir die Spinde, hetzten an der Bestie vorbei und rannten um unser Leben in den dunklen Korridoren. Während wir rannten, konnten wir hören, dass das Ding kurze Zeit später nicht mehr von seiner letzten Mahlzeit abgelenkt war, sondern uns jetzt wieder verfolgte. Jede Tür, durch die ich und Stacy bei unserem Fluchtversuch liefen, schlugen wir hinter uns zu, nur um zu hören, wie sie wenig später aufgebrochen wurde. Wir rannten so schnell wir konnten die Treppe hinauf, bis wir das Erdgeschoss erreichten. Stacy und ich knallten die Tür zum Treppenhaus hinter uns zu und rannten durch die nicht vorhandene Eingangstür und durch das schwere gusseiserne Tor. Stacy und ich hatten die Hälfte der Einfahrt hinter uns gelassen, als Stacy stehen blieb. Ich blieb ebenfalls stehen und drehte mich um zu sehen, was sie vorhatte. Lauf, Danny! Lauf! Schrie sie, aber bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich wieder diesen markerschütternden Schrei, als die Bestie sich schnell auf sie zubewegte und sofort begann, sie zu zerfleischen. Ich rannte so schnell ich konnte, während ihre verzweifelten Todesschreie hinter mir einfach nicht verebben wollten. Als ich den Van erreichte, startete ich ihn und fuhr so schnell ich nur konnte zurück zur Universität. Am nächsten Tag fragten sich alle, wo Stacy, Tyler und Johnny abgeblieben waren. Ich log und sagte ihnen, ich wüsste es nicht. Eines Tages, als ich für eine bevorstehende Prüfung lernte, kam eine Meldung, dass in der Anstalt zahlreiche Leichen gefunden wurden, die meisten davon in der Leichenhalle. Die Leichen meiner Freunde wurden alle im Krankenflügel gefunden, in dem wir uns versteckt hatten. Sie alle tot zu sehen erfüllte, und erfüllt mich noch immer, mit bodenloser Traurigkeit. Besonders Stacy. Ich wünschte, ich hätte ihr helfen können, auch wenn ich ohne ihr Opfer jetzt genauso tot wäre wie sie. Alle, die das hier hören, bitte ich, sich verdammt nochmal von dem Collinsworth-Sanatorium fernzuhalten. Dort lauert das Böse, und es wird von nichts Halt machen, bis ihr oder jemand anderes, der mit euch dort ist, tot ist. Ich habe überlebt, weil Stacy sich geopfert hat. Wenn sie sich entscheiden, dorthin zu gehen, um es selbst zu sehen, sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Straßen sind leer. Bin ich denn der Einzige, der sich heute nach draußen traut? Bleiben alle schön zu Hause in ihrer Wohlfühlzone, obwohl sie doch wissen, dass das Unausweichliche sich seinen Weg bahnt? Erkennen sie denn nicht die Freiheit, die uns damit geschenkt ist? Jahre der Pein, Jahre vorgespielter Toleranz, Jahre der nie enden wollenden Versuche, einen Kompromiss zu finden. Einen Kompromiss, der es erträglich macht, diesen Abschaum, der sich Menschheit schimpft, weiterhin in seinem geistigen Verfall zu beobachten und dennoch nicht die eigene Vernichtung ansteuern zu wollen. Heute ist damit Schluss. Heute ist der Tag, an dem die Ketten zerbrochen werden und das Monster, das die Welt tief in meinem Wesen gepflanzt und genährt hat, sich seinen Weg an die Oberfläche bahnt. Heute bin ich frei. Heute ist es endlich da. Mein Finale.
Zufrieden schaue ich in den klaren Himmel, sauge die frische Luft tief in meine Lungen. Mein Kopf ist leer. Gedanken sind bei dem momentanen Frieden in meinem Inneren nicht mehr nötig. Ein Frieden so unermesslich tief, dass ich leise zu kichern beginne, als ich die Veranda von Mrs. Callahan hinaufsteige. Ich setze mein hübschestes Lächeln auf und klingele. Es dauert nicht lange, da steht die alte Frau auch schon in der Türschwelle. Ihre Augen blicken misstrauisch zu mir hoch, die stinkende Camel-Zigarette zwischen ihren gelblichen Fingerkuppen. Hallo, Mrs. Callahan. Sie erinnern sich doch an mich? Ich bin Nathan Fletcher und ich wohne ein paar Häuser weiter. Vorletztes Jahr haben Sie meinen Hund Call überfahren. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie gesagt haben, die dumme Töle hätte es nicht anders verdient? Frage ich noch immer lächelnd. Ihre Gesichtszüge haben keine Sekunde Zeit, um ihre Position zu wechseln. Pfeilgerade schießt mein Arm wie von selbst nach vorne. Meine Faust schlägt wuchtig ins Gesicht dieser alten Vogelscheuche ein und schickt sie wie von Thors Hammer getroffen auf die Bretter. Grinsend betrachte ich meine blutverschmierte Faust. Euphorie entfaltet sich in meiner so lange unterdrückten Gefühlswelt. Kein moralisches Gefängnis mehr. Begeistert werfe ich meine Arme in die Luft und lache herzhaft auf. So gut habe ich mich in den letzten 2 Jahrzehnten nicht mehr gefühlt. Ich lasse es frei. Endlich frei. Alles. Motiviert knacke ich mit den Knöcheln, packe ein Bein der Frau und zerre sie über die hölzerne Veranda bis auf die Straße. Das einzige Auto ist meines. Leise summend gehe ich die 20 Meter zu meinem Fahrzeug. Ein großer gelber Schmetterling flattert leise an meinem rechten Ohr vorbei. Ich betrachte ihn in einer Weise wie noch nie zuvor. Ich spüre das Leben, das mich umgibt. Ich nehme den Geruch der Blumen am Straßenrand wahr, fühle die Energie in meinen Beinen, die mich und alle, denen ich begegne, ihrem Schicksal entgegenträgt. Dann steige ich in meinen schwarzen Camaro. Der Motor brüllt los. Wieder und wieder wie ein Stier, der Anlauf nimmt, um den Matador anzugreifen. Mit dem kleinen Unterschied, dass mein Matador ein bewusstloses, faltiges Stück Fleisch ohne Herz ist. Nicht, dass Matadore im Allgemeinen ein Herz für Tiere hätten. Naja, genug geschwafelt. Die Reifen quietschen auf dem trockenen Asphalt. Mein Wagen beschleunigt, fliegt über die Straße. Ich lache erschrocken auf, als er einen unerwartet hohen Hüpfer macht, begleitet vom Aufknacken mehrerer Knochen. Ein herrliches Geräusch. Ich fühle mich eingeengt in dieser kleinen Fahrerkabine. Mein Freudenschrei muss raus, raus in die Welt. Ein paar Meter weiter lege ich einen perfekten Drift hin, kurbele das Fenster hinunter und gebe ein weiteres Mal Vollgas. Ja! Ein erneuter Hüpfer. Erneutes Knacken. Ich spüre, wie meine Augen wässern, wie all die negativen Gedanken, all die furchtbaren Gefühle hochkochen und sich in einem einzigen Ausbruch zwischen meinen Lidern entladen. Ich lasse alles raus, wälze mich innerlich in einem Sturm aus Trauer, Angst, Wut und Euphorie. Doch vor allem Wut. Grenzenlose Wut. Meine Hände erdrücken das Lenkrad. Ja, auf zum nächsten. Brads edles Einfamilienhaus liegt nur wenige Straßen von meinem Apartment entfernt. Ungefähr 10 Minuten, nachdem Mrs. Callahan leider das Zeitliche segnen musste, fahre ich Brads Auffahrt hinauf. Ein feiner Geruch von frisch gemähtem Rasen weht mir entgegen, als ich aus dem Auto steige. Wer zum Teufel mäht denn heute den Rasen? Verdammter Armleuchter, zische ich verärgert und trete vor die prunkvolle Tür aus Eichenholz. Der goldene Türklopfer hämmert 3-mal dagegen. Ich höre, wie Schritte sich nähern. Dann lege ich wieder mein Lächeln auf. Leises Knarren dringt aus den Türangeln. Hey, Brad, wo ist denn deine Familie? Brad rümpft die Nase. Nathan? Die sind oben, wieso Bam! Faust in die Fresse. Locker flockig gehe ich leise vor mich hin, pfeifend zu meinem Camaro zurück und lege Brads schlaffen Körper auf die Rückbank. Er riecht nach teurem Parfum und Sonnencreme. Grässlich, hoffentlich habe ich nichts davon abbekommen. Sorgfältig untersuche ich meine Hände. Glück gehabt. Erleichtert gleite ich wieder vors Steuer und mache mich auf den Weg nach Hause. Nach kurzer Fahrt parke ich den Wagen auf dem Vorplatz.
Brad ist noch immer schlaff wie ein, nun ja, wie ein Pimmel eben. Etwas angewidert zerre ich den cremigen Snob aus dem Auto und schleppe ihn in mein Badezimmer. Dort wartet bereits ein bequemer Stuhl auf seinen Arsch. Die Kabelbinder quetschen seine Arme und Beine zusammen, graben sich tief in sein Fleisch. Jetzt nur noch den schwarzen Sack über den Kopf. Voilà, es soll ja schließlich eine Überraschung werden. Geduldig setze ich mich aufs Klo gegenüber und warte einige Momente, genieße den Anblick. Kurz schaue ich auf die Uhr. 16.52 Uhr. Das Spektakel beginnt erst nach 18 Uhr. Ich habe also noch genug Zeit. Nachdem ich nun schon 15 Minuten darauf warte, dass Brad zu sich kommt, werde ich doch etwas unruhig. Hart klatsche ich ihm mit der Hand ins Gesicht. Hey, du Arschloch! Zum Schlafen ist noch genug Zeit! Träge schwenkt er seinen Kopf hin und her, reißt immer heftiger an den Kabelbindern, um seine Gliedmaßen frei zu bekommen. Dann ziehe ich den Sack von seinem Kopf. Überraschung! Rufe ich begeistert. Ich labe mich an Brads verstörtem Blick, als er mein Meisterwerk betrachtet. Die Wände meines Badezimmers sind geschmückt mit genau 1326 Bombenrohren der Marke King Thunder. Nelson? Was soll? Bäm! Faust, Gesicht. Z'Maul, du Tube Sonnencreme! Ich red jetzt! Brad scheint verstanden zu haben. Feierlich breite ich meine Arme aus und lächle ihn an. Was hältst du davon, hä? Ich hab mir verdammt viel Mühe gemacht. Was denkst du, wie lange der Scheiße gedauert hat? Und dann die Kosten, leck mich am Arsch. Und das alles, Bradley, das alles nur für dich. Brad wimmert. Unterbreche ich ihn. Ich bin noch nicht fertig. Erinnerst du dich, wie du mich damals in der Highschool mit einem dieser Teufelsdinger so schwer verletzt hast, dass ich 2 Monate lang einen Verband um meinen beschissenen Kopf tragen musste? Siehst du die Narbe hier, Brad? Weißt du, wie es ist, wenn so eine verflucht große Narbe deine Fresse verunstaltet und du dich entstellt durch dein schon genug schweres Leben kämpfen musst? Weißt du, wie es ist, Nacht für Nacht sterben zu wollen, weil deine Gefühle dich von innen verbrennen, weil praktisch alle deine Mitmenschen dich verachten, dich meiden, dich hassen? Nein, ich denke, das weißt du nicht, Bradley. Aber all das ist nicht mal der Grund, warum du heute hier sitzt. Der Grund, Brad, der Grund ist, dass es dir nicht leid getan hat. Der Grund ist, dass du gesagt hast, ich sei selbst schuld gewesen und dich dann auch noch vor der ganzen Klasse über mich lustig gemacht hast. Wirklich erbärmlich. Findest du nicht? Vor etwa einem halben Jahr warst du mit deiner Familie in der Eisdiele unten am Pier. Ich sah dich und deinen Jungen, Mary, deine hübsche Frau. Ich dachte, vielleicht hast du dich geändert. Ich dachte, du bereust vielleicht. Aber dann habe ich gesehen, wie du mit deinen Liebsten umgehst. Das Desinteresse gegenüber deinem armen Kind war nicht zu übersehen. Die Kälte gegenüber deiner Frau. Und ich wusste, dass du dich nicht ändern kannst. Du bist und bleibst ein oberflächliches Stück Scheiße, das nichts anderes kann, als ein weiteres Stück Scheiße großzuziehen. Dieses Kind, dieses Wunder, rein und unbefleckt, würde in deinen Händen nur zu einer weiteren Tragödie dieses verkommenen Planeten heranwachsen. Und deshalb, Bradley, deshalb wirst du jetzt von über 1000 Böllern gelöchert. Ein süßes, genüsslich pulsierendes Gefühl breitet sich in meinem Körper aus. Wieder lächle ich. Jedoch gestatte ich Brad lediglich 1% meiner Freude zu sehen. Ein Lächeln so subtil, dass man es fast nicht erkennen würde. Nathan, du bist wahnsinnig. Ja, antworte ich. Ja und nein, ist doch alles Ansichtssache. Und heute ist mein freier Tag. Ich bin frei von jeglicher Interpretation meiner Taten und tue einfach, was mir gefällt. Langsam bewege ich mich auf den Ausgang zu. Ach, und Brad, warum zum Teufel hast du, Idiot, heute den Rasen gemäht? Dann schreite ich, betört von seinen vergeblichen Anstrengungen freizukommen, über die Türschwelle,
entfache die lange Zündschnur, die parallel mit allen Bombenrohren verbunden ist, und verlasse mein Apartment. Ein letzter Aufschrei dröhnt durch das verlassene Gebäude, bevor es unter einem anschwellenden Tosen von zündendem Feuerwerk versiegt. Ein Blick auf meine Uhr zeigt mir, dass es bald soweit ist. 17.15 Uhr. Nur noch eine knappe Stunde bis zum Spektakel. Die Menschen der Stadt werden sich dann auf dem Vorplatz des Piers versammeln und es sich gemeinsam ansehen. Dorthin kann ich ruhig spazieren. Ist ohnehin alles egal. Mein Finale wird es sein, so oder so. Achtsam gehe ich die Straße entlang. Es wirkt alles so frisch. Warum habe ich die Welt vorher nie so gesehen? Fast als hätte ich mein Leben lang durch einen Filter geblickt, der alles grau erscheinen lässt. Zu spät für Sentimentalität. Kurz halte ich inne und steuere dann Mr. Parkers Haus an. Gerade öffnet der Alte die Haustür, wohl um sich auf den Weg zum Pier zu machen. Hey, Mr. Parker! Er nickt mir freundlich zu, als er mich sieht. Ich habe Ihnen nie gedankt, als Sie meinem Vater nach seinem Autounfall geholfen haben, ihn dazu gebracht haben, einen Entzug zu machen. Sie waren auch ein wirklich guter Lehrer in der Schule. Sie waren einer der wenigen Leute, die ich wirklich gemocht habe. Bleiben Sie weg vom Pier. Das ist wichtig. Sehen Sie es sich mit Ihrer Familie von zu Hause aus an. Genießen Sie einen Moment der Ruhe. Ich nicke ihm zu, um meinen Worten eine Unmissverständlichkeit hinzuzufügen, und verlasse das Grundstück. Parker sieht mir etwas verwirrt hinterher. Ich denke aber, dass er verstanden hat. Nach ungefähr einer halben Stunde nähere ich mich den Docks. Das Stimmenwirrwarr einer großen Menschenansammlung gewinnt stetig an Lautstärke. Dann sehe ich sie. Sie sitzen schon fast alle auf den unzähligen hölzernen Sitzbänken, die links und rechts von einem schmalen Gehweg in Richtung Wasser gerichtet sind. Mit verschränkten Armen lehne ich noch ein paar Minuten an eine der Straßenlampen und betrachte die Menge. Viele sind aufgelöst. Ihre Gesichter schauen trübe und in Gedanken versunken. Geschieht euch recht, murmle ich. Ein letzter Blick auf meine Uhr verrät mir, dass die Zeit reif ist. Ich schließe für einen Moment meine Augen. Bereite mich vor. Atme tief ein und trete hinter die Menge. Meine Stimme unterbricht jegliches Geschnatter und Geschluchze. Laut und klar verlangt sie nach der Aufmerksamkeit jedes Einzelnen. Liebe Mitmenschen, willkommen zu meinem Finale. Es mag sein, dass nicht alle von Ihnen im Leben bekommen haben, was ihnen zusteht. Genauso wie andere bekommen haben, was sie eigentlich nicht verdient hätten. Gott, Schicksal, wen kümmert's noch? Heute hat das Universum entschieden. Und es wird keinen Neuanfang geben. Nicht hier. Nicht für uns. Ich habe viel gesehen in meinem kurzen Leben. Ich habe versucht zu lernen, zu verstehen, eine Unterstützung für diesen Planeten zu sein. Doch schnell habe ich gemerkt, dass nur wenige dieses Wunder, das wir Leben nennen, so zu schätzen wussten, dass sie Eigenschaften wie Rechthaberei, Gier, Streben nach Macht und so weiter überwinden konnten, um für die Menschheit ein Leben zu schaffen, indem wir uns gegenseitig helfen und ergänzen, anstatt zu behindern und zu vergiften. Dieser Zustand ist nicht zu verzeihen. Wir tun alle sensiblen und empathischen Menschen leid, die durch die Unbewusstheit anderer zu schrecklichen Taten verleitet wurden. Ich, meine lieben Freunde, ich bin einer von diesen Menschen. Und heute ist mein Tag. Ein Tag der Rache. Ein Tag des Todes. Für uns alle. Meine Hände graben sich tief in die Taschen meines Pullovers. Dann ziehe ich zwei schwarze Gegenstände hervor. Unverständliches Raunen fließt durch die Menschenmenge vor mir. Um die 800 Augenpaare sind auf mich gerichtet. Angespannt warten sie darauf, was passiert. Wir sehen uns in der Hölle, ihr Motherfucker! Die Apparate in meinen Händen klicken. Langsam bewege ich mich wie ein Racheengel mit ausgebreiteten Armen vorwärts, als wildes Piepen die Menge aufschreckt. Als dutzende Sprengsätze unter den Bänken der Zuschauer mit lautem Knall detonieren und eine riesige Wolke aus Eingeweiden und Blut sich im Licht der Abendsonne ausbreitet. Ich schließe die Augen, lausche den Geräuschen,
dem Kreischen von jungen Mädchen, dem Grollen alter Männer und dem Krachen und Bersten von Holz sowie Gestein, dem Zersplittern von Schädeln, dem feuchten Aufklatschen von Gedärmen auf dem Boden und in meinem Gesicht. Wie ein Dirigent in Zeitlupe hebe ich abwechselnd die Hände, begleite die Explosionen mit geschmeidigen, gefühlvollen Bewegungen, begleite meine persönliche Symphonie des Grauens. Ein verstümmeltes Bein segelt in hohem Bogen über die Köpfe der jammernden Todgeweihten und berieselt sie mit rotem Lebenssaft. Dann nähere ich mich langsam dem Wasser, blicke aufs Meer. Die Explosionen und Schreie verebben. Ich drehe mich nicht um. Ich hatte mein Finale. Doch ein weiteres steht noch aus. Starr hebe ich meinen Blick. Lächle abermals dem Himmel entgegen. Lächle den Schauern entgegen. Tausende und abertausende Meteoriten glitzern wie rote Sterne am Firmament. Sie nähern sich, werden größer und größer. Ich knie mich ehrfürchtig hin. Mein Verstand generiert Gedanken. Verschwinde, lauf, sterben wir? Du musst etwas tun. Leben, ich will leben. Er wehrt sich, aber ich wehre mich nicht mehr. Dann schnaube ich verwundert, als ich dem mentalen Widerstand zusehe, wie er versiegt. Wie alle meine Ansichten, Bewertungen, Gedanken und Urteile der Welt im Angesicht des Todes lächerlich klein werden. Wie mein Verstand anhält, mein Ego stirbt. Zum ersten Mal sehe ich klar. Zum ersten und zum letzten Mal erkenne ich mich selbst. Allein im Nachtdienst. Es dämmerte schon, als Hamza die Klinik betrat. Schon wieder Nachtdienst, murmelte er leise vor sich hin, als er durch die gläsernen Türen schritt. Im Vorbeigehen nickte er dem Mann am Empfang zu, was dieser mit einem milden Lächeln erwiderte. Offensichtlich hatte er genauso viel Lust wie Hamza selbst. Nachtdienste waren überhaupt nicht sein Ding. Es lag auch nur an zwei Kollegen, die sich kurzfristig krank gemeldet hatten, weshalb er deren Dienste übernehmen musste. Die Zulagen waren zwar nicht zu verachten, er wäre aber jetzt trotzdem lieber zu Hause in seinem Bett gewesen. Die großen Lampen an der Decke schalteten gerade auf Nachtbeleuchtung um, während er durch die langen Korridore in Richtung der Umkleidekabinen marschierte. Es roch nach Desinfektionsmittel und Sterilität, was die Leute üblicherweise dazu veranlasste, die Nase zu rümpfen. Als Pfleger war er es aber gewohnt, er mochte es beinahe. Nur kam ihm der Geruch bei Nacht noch etwas stärker vor. Nachdem er sich umgezogen hatte, ging er auf Station und setzte sich ins Dienstzimmer. Er hatte den Stuhl zum Fenster gedreht und beobachtete, wie die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, wobei sie die Wolken in einem schönen Rot erstrahlen ließ. In seiner Hand hielt er eine Tasse mit warmem Kaffee, an dem er gelegentlich nippte. Er bemerkte fast nicht, wie seine Kolleginnen das Zimmer betraten und sich zu ihm gesellten. Jetzt ging es für ihn auch schon an die Arbeit. Die Dienstübergabe ging wie immer schnell vorüber. Die Patientin mit der Pneumonie auf Zimmer 012 ist auf dem Weg der Besserung, bla bla. Der Patient mit der Gastritis auf Zimmer 015 bekommt noch eine Infusion, bla bla. Der Patient mit der unklaren Virusinfektion auf Zimmer 018 ist am späten Nachmittag verstorben, bla bla. So war das eben im Krankenhaus. Menschen werden geboren und Menschen sterben. Der Kreislauf des Lebens. Er hatte noch nie ein Problem mit Verstorbenen. Nur, dass seine Kolleginnen noch nicht dazu kamen, den Leichnam in die Prosektur im Keller zu bringen, wurmte ihn. Denn jetzt musste er bei Nacht noch mit einer Leiche spazieren gehen. Seine Kolleginnen verabschiedeten sich und wünschten ihm einen ruhigen Dienst. Dann machte er sich daran, seinen ersten Kontrollgang zu absolvieren. Die meisten Patienten lagen in ihren Betten und sahen fern. Andere lasen Bücher. Nur wenige waren bereits eingeschlafen. Er verabreichte noch die eine oder andere Infusion, maß hier und da Blutdruck oder Fieber und half einer älteren Dame auf die Toilette.
wieder im Dienstzimmer angekommen, goss er sich die nächste Tasse Kaffee ein und sah erneut aus dem Fenster. Der Horizont war nur noch ein schwacher Lichtschein. Die Nacht breitete sich aus. Zeit zum Rauchen, sagte er sich leise, schnappte seine Zigaretten und schlenderte durch die matt beleuchteten Gänge zum Aufzug. Er fuhr in den Keller und ging durch das Bettenlager zur Hintertüre nach draußen. Kühle Nachtluft umgab ihn und er zog genüsslich an seiner Zigarette. Sein Blick fiel durch die Glastüre und er sah den Gang hinunter. Dort am anderen Ende des Ganges befand sich die Prosektur, die Leichenhalle. Oh shit, entfuhr es ihm. Ich muss ja noch den Toten hier nach unten karren. Er rauchte seine Zigarette auf und lief zurück auf Station, wo er direkt zu Zimmer 018 ging, ohne vorher seine Zigaretten und den Kaffee abzustellen. Das Zimmer war verschlossen, nicht unüblich, wenn sich darin ein Verstorbener befindet. Er kramte nach seinem Schlüssel, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Er drehte den Kopf. Ein Stück weiter im Flur erkannte er eine ältere Dame, die gebückt über dem Boden schlurfte. Ihre Körperhaltung sah ungesund aus. Ihre Haut war aschfahl, beinahe weiß. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, weshalb er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Vermutlich sah es genauso alt und krank aus wie der Rest von ihr. Sein Schlüssel fiel klimpernd zu Boden, als er ihn aus seiner Tasche ziehen wollte. Er bückte sich, um ihn aufzuheben, und als er erneut nach der Dame sehen wollte, starrte er nur einen leeren Flur hinab. Vielleicht ist sie in eines der Zimmer gegangen, redete er sich beruhigend ein. Ist sicher nur eine verwirrte Patientin mit Parkinson. Das würde auch die ungesunde Haltung erklären. Er schloss die Tür auf. Im Zimmer brannte kein Licht. Nur der Lampenschein, der durch den Türspalt fiel, erhellte den Raum etwas. Das Krankenbett stand an der Wand und er erkannte deutlich die Umrisse des Menschen, der darin lag. Er fuhr mit dem Bett aus dem Zimmer und warf ein Laken über den Leichnam. Vor dem Dienstzimmer hielt er kurz an, um etwas zu holen. Ein schwarzes Armband. Dieses befestigte er am Handgelenk des Toten. Damit wurden alle Leichen in der Klinik gekennzeichnet. Als er das Laken zur Hälfte zurückgeschlagen hatte, konnte er auch das Gesicht des Mannes sehen. Es war zwar alt, aber noch nicht so alt. Etwa Mitte 60, mit grauen Haaren, eingefallenen Wangen und einem Stoppelbart. Er deckte ihn wieder zu und brachte ihn zum Aufzug. Dort drückte er auf den Knopf und wartete. Hinter sich hörte er Schritte. Er drehte sich in der Erwartung, einen Kollegen zu sehen, um. Doch stattdessen sah er, wie ein junger Mann über den Flur wankte. Er trug ein OP-Hemd und hatte eine ähnliche Körperhaltung wie die Dame zuvor. Auch sein Gesicht war so blass wie ihres. Bevor er etwas sagen konnte, öffnete sich die Tür des Aufzugs und er schob das Bett hinein. Dann drückte er auf die gewünschte Etage, den Keller. Als sich die Türen schlossen, sah er sich den jungen Mann noch einmal genauer an. Irgendetwas war seltsam an ihm, doch er konnte nicht genau sagen, was. Im Keller angekommen, buxierte er das Bett durch den engen Korridor zur Leichenhalle und steckte den Schlüssel in das Schloss. Die Tür war aber nicht verschlossen. Vermutlich hatte der Letzte, der hier unten war, vergessen, sie zu verriegeln. Mit einem Flackern schalteten sich die Lichter in der Halle ein. Diese waren so hell, dass er kurz blinzeln musste. Viel heller als die übrigen Lampen im Haus. Die Leichenhalle hatte eben keine spezielle Nachtbeleuchtung, dass sich hier so gut wie niemals jemand aufhielt und wenn dann nur kurz. Wieder sah er eine Bewegung am Ende der Halle, doch durch das grelle Licht geblendet, konnte er kaum etwas erkennen. Als sich seine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, war der Raum leer. Nichts zu sehen, kein Mensch. Alter Hamza, du wirst doch nicht verrückt werden, fragte er sich laut. Er hievte die Leiche des Mannes auf eine Bahre und schob ihn in eine der Kühlkammern. Ein paar der anderen Kühlkammern standen offen. Er spähte hinein. Sie waren leer. Naja, heute ist wohl Tag der offenen Tür, scherzte er an den Leichnam gerichtet, auch um sich selbst etwas zu beruhigen. Er verließ die Halle und ging den Gang zum Aufzug entlang. Er musste noch ein frisches Bett mit nach oben auf die Station nehmen. Bei dieser Gelegenheit konnte er ja auch noch eine Zigarette rauchen. Die Schachtel hatte er ja noch in der Tasche. Nur sein Kaffee stand noch in Zimmer 018. Aber zur Not musste es auch ohne gehen. Die Hintertür im Bettenlager stand offen, als er sich darauf zubewegte. Und ein kühler Windstoß, der durch den Raum wehte, ließ die Abdeckfolien über den frischen Betten seltsam anmutig tanzen, wobei sie ein leises Rascheln von sich gaben. Draußen zündete er sich eine Zigarette an und zog daran, nur dieses Mal nicht so genüsslich wie vorher. Er fragte sich, warum ihm die Patienten heute so seltsam vorkamen. Wahrscheinlich war er nur überarbeitet. Er warf den glimmenden Stummel zu Boden und trat hinaus. Dann zog er beim Hineingehen die Tür hinter sich zu.
Wieder hörte er ein Rascheln, jedoch lauter als zuvor. Der Wind konnte es außerdem nicht sein, denn er hatte die Tür eben geschlossen. Hamzas Blick wanderte durch den Raum über die Betten. In einem der hinteren Betten stand ein älterer Mann und strich sanft über die Abdeckfolie. Hallo?« rief er dem Mann zu. »Was tun Sie hier unten?« Er ging auf ihn zu und kniff die Augen zusammen, um ihn besser erkennen zu können. Wohl ein Demenzkranker, der sich verirrt hat, dachte er bei sich. Er stand nur ein paar Schritte vor ihm und sah ihm direkt ins Gesicht, als er vor Entsetzen zurückwich. Sein Herzschlag begann schneller zu werden. Schritt für Schritt entfernte er sich von ihm, den Blick immer auf den Mann gerichtet, der ihn wortlos ansah. Dann drehte er sich um und rannte den Gang hinunter zum Aufzug. Seine Türen waren dabei, sich zu schließen, und im letzten Moment sprang er hinein. Eine junge Frau, die im Aufzug stand, musterte ihn verwirrt. »Was ist los?« fragte sie ihn. Er rang nach Atem. Der Aufzug setzte sich in Bewegung. »Da hinten«, keuchte er. »Da hinten steht ein Toter.« Die Frau schüttelte ungläubig den Kopf. »Ein Toter?« wiederholte sie. »Tote laufen doch nicht. Und außerdem, woher wollen Sie wissen, dass er tot ist?« Hamza schnappte immer noch nach Luft, die Hände auf den Knien. »Ich habe ihn selbst vor einer halben Stunde in die Leichenhalle gebracht. Er hatte sogar noch das schwarze Armband am Handgelenk.« Und plötzlich wurde es ihm klar. Er wusste jetzt, was er so seltsam an dem blassen Patienten fand, die in dieser gebückten Haltung über die Gänge wanderten. Sie trugen alle diese schwarzen Armbänder. »Schwarzes Armband?« hakte die Frau nach. »Ja, mit denen kennzeichnen wir hier die Leichen«, antwortete er und drehte den Kopf in ihre Richtung. Für eine Sekunde erstarrte er. Der Aufzug fuhr immer noch nach oben und schien nicht anzuhalten. Panik stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er auf ihr Handgelenk starrte. Und auf ihr schwarzes Armband. Shit-Wetter. Was passiert, wenn man die Götter erzürnt? Zwischen Nordsee und Land lag ein brüchiger Frieden. Die Fronten, sie lagen durch Deiche beschieden. Sie schliefen erschöpft einen Schlaf ohne Ruh, von oben sah friedlich ein voller Mond zu. Sein Licht schien auf Dörfer und Felder im Land, floss still wie die Nordsee auf Dünen und Strand. Kein Wind ging, es war eine friedliche Nacht, und oben am Deich hielt der Deichgraf die Wacht. »Hört her, Bürger, höret, schlaft sicher und fest, weil der blanke Hans heut uns den Frieden lässt.« Der christliche Priester hatte uns gewarnt, immer wieder. Sein Gott, so rief er den Händlern und Bürgern der Stadt zu, er sähe auf unser unheiliges Treiben und würde es nicht mehr lange dulden. Heidnisches Treiben nannte er es, wenn er mit seinem Kreuz in der einen Hand und seinem heiligen Buch in der anderen Hand vor seiner Kirche stand und sich über die Händler ereiferte, die der alten Sitte folgten. Sie lachten ihn aus und winkten ab, wenn sie ihn predigen hörten. Warum sollten sie einem Mann folgen, dessen Gott am Kreuz gestorben war? Wie schwach war sein Gott, wenn er sich foltern und kreuzigen ließ? Warum sollten sie einem Gott folgen, der seinen eigenen Sohn sterben ließ? Thor hingegen, er kämpfte in vielen Welten gegen Riesen und Monstren. Er war ein starker Gott. Er ließ sich nicht in Tempel einsperren und seinen toten Körper anbeten. Und Odin, sein Vater, würde nie zulassen, dass Thor getötet würde. Nicht einmal Loki würde er dem Tod überlassen. Die Predigten des christlichen Priesters verfingen nicht bei den Menschen. Nur die Häuptlinge und Fürsten hatten sich von dem alten Mann taufen lassen, weil es ihnen neue Handelsrouten auf dem Festland eröffnete. Doch insgeheim riefen auch sie bei Sturm und Regen den Namen Odins in den Wind. Aber der Priester war unruhig geworden in den letzten Wochen. Er lief besorgt in der Stadt auf und ab, sah aufs Meer, und oft sah man ihn murmeln und Selbstgespräche führen. Sein Gott hätte mit ihm gesprochen.
Er sei unzufrieden mit den Menschen der Siedlung, weil sie nicht den wahren Glauben angenommen hätten, sondern weiter ihren alten Göttern opferten. Schon bald, so warnte er, schon bald würde großes Unheil über uns kommen. Einige wenige ließen sich von ihm taufen. Doch unter den Seefahrern, den Pelz- und Tuchhändlern, machte sich Unmut breit. Sie mochten es nicht, dass er ihre Götter so abfällig besprach. Auf der stürmischen See und in den tiefen Wäldern des Nordens waren die alten Götter stark und niemand wollte zu einem Leichnam am Kreuz beten. Niemand wollte, dass der alte Priester sich abfällig über die Götter äußerte. Und so fand sich bald eine wütende Menge am Häuptlingssitz ein und forderte, dass der Priester zur Vernunft gebracht würde. Der Häuptling selbst, ein getaufter Mann, lud den Christen vor die aufgebrachte Menge, wo er seine unheilvolle Prophezeiung wiederholte. Gott sei unzufrieden und wütend auf die Menschen hier, weil sie nicht an ihn glaubten. Und er würde ein Unheil schicken, wenn sich die Menschen nicht an seine Gesetze hielten. Die Christen versetzte das in Unruhe und Sorge. Und so beschloss der Handelsrat und der Ältestenrat, dass ab sofort alle heidnischen Riten und Bräuche bis auf Weiteres verboten waren. Der Deich sollte verstärkt werden und ein Deichgraf wurde ernannt, der die Arbeiten überwachen sollte. Gerhard, ein schweigsamer, ernster Mann, bekam die Ehre und nahm sie auch an. Er war fortan dafür verantwortlich, für die Stabilität des Deichs zu sorgen. Die heidnischen Händler brachen daraufhin alle Zelte ab und verließen wütend die Stadt. Es war abzusehen, dass bald Schiffe mit Kriegern kommen würden, denn eine Schmähung der Götter konnte nicht ungesühnt bleiben. Die wenigen Verbliebenen, die noch der feinen Sitte folgten, durften ihre Zeremonien nur mehr im Verborgenen abhalten. Die Stadt war von nun an christlich und das Markttreiben erstarb. Doch was machte das schon? Die Stadt war reich geworden über all die Jahre. Die Menschen litten keine Not. Ihre Häuser waren warm, ihre Vorratsräume gefüllt und es gab Salz und Pfeffer in den Küchen. Und sonntags ging man in die Kirche, in der der Priester weiter Unheil und Tod beschwor. Sein Gott wollte die Vernichtung der Siedlung, rief er von der Kanzel, weil wir sündig wären, weil wir vom rechten Wege abgekommen wären, weil die Weiber dem Manne befehlen und Unzucht in den Straßen getrieben würde. Gold und Gut wären den Menschen wichtiger als Demut vor Gott und die Erlangung der Erlösung. Ein Unheil würde die Stadt heimsuchen. Wir nahmen es hin und hörten es an, doch insgeheim schmunzelten wir darüber. Doch dann begann es. Ein Boot legte an. Es kam aus dem Norden. Der Himmel war grau und es regnete. Nur ein einzelner Mann war darin. Er hatte einen grünen Umhang an und trug einen Hut mit breiter Krempe. Eine Augenklappe verdeckte sein Auge und er stützte sich auf einen langen Stab. Er kam an Land und ging langsam durch die Stadt. Regenschauer folgten ihm. Und er ging langsam auf die Kirche zu. Die Bürger der Stadt standen stumm auf der Straße und wagten kein Wort zu sagen. Gewiss war man seltsame Gestalten gewohnt, doch von ihm ging etwas Ernstes, Starkes und Ehrwürdiges aus. Draußen auf dem Meer grollte Donner. »Er ist es«, raunten die Menschen. »Der Sturmbringer, Fimbulthür, der Herrvater.« Sie hatten zwar den christlichen Glauben angenommen, doch der alte Weg war noch stark in ihnen. Sie hörten die Trommeln und Hörner noch in sich, wenn sie an die Götter dachten. Und nicht wenige fielen auf die Knie und verdeckten die Augen vor Scham, als der Alte an ihnen vorüberging. Der Speerträger, der mit dem breiten Hut. Allvater. Ich schwöre, er sah mir in die Augen, als er an mir vorüberging. Ich habe ihn gesehen, wahrlich. Ich war dabei, und es erschauerte mich tief in meiner Seele. Eine tiefe Gewissheit über das Seiende, weitergegeben durch Generationen von Müttern, deren Blut durch meine Adern fließt. Konnte es sein? War er es? Odin selbst? Oder war er nur ein alter Seemann, der um Obdach nachsuchte? Der Alte ging durch die Gassen der Stadt, und die Menschen sahen ihm schweigend nach. Als er an der Kirche ankam, schlug er mit seinem Stab dreimal gegen die Holztür. Der Priester öffnete und er starrte, als er seine Schafe stumm im strömenden Regen stehen sah, wie sie den Wanderer anstarrten. »Wer bist du, alter Mann? Kommst du zum Gebet?«
fragte er laut und lächelte den Mann im Regen an. Der Alte schwieg und hob seinen Stab. Als er ihn auf den Boden schlug, zuckte ein Blitz vom Himmel und schlug ins Kirchendach ein. Der Donner, der folgte, war so heftig, dass die Menschen schrien und sich zu Boden warfen. Als sie wieder aufsahen, war der Alte verschwunden und die Kirche stand in Flammen. Der Priester lag im Regen vor der Kirche auf dem Boden und hatte den Kopf in den Händen vergraben. Er hatte die alten Götter herausgefordert und sie waren gekommen, um Rache zu nehmen. Und dann begann der Sturm. Der Himmel war schwarz und finster. Wie Wölfe jagten die Wolken über den Himmel und schütteten den kalten Regen auf die Straßen und verwaisten Handelsplätze. Die Menschen flüchteten in ihre Häuser und während die einen zu den alten Göttern beteten, flehten die anderen ihren Herrn Jesus Christus an, den Sturm vorüberziehen zu lassen. Der Wind heulte durch die Gassen, zerrte an den Dächern, drückte sich gegen die Wände und rüttelte an den Fensterläden. Als würden die Sturmriesen durch die Stadt ziehen. Blitze zuckten und Donner grollte. Doch der Deich hielt. Der Sturm nahm in den folgenden Stunden an Stärke zu. Und als die Menschen ihr Vieh in die Häuser holten, sahen sie, wenn die Blitze über der Stadt gleisten, Gerhard, den Deichgrafen, auf dem Erdwall stehen, der die Stadt umgab, und aufs Meer hinausblicken. Das Meer peitschte gegen den Erdwall. Die Flutheere drückten gegen ihn und der Sturm hämmerte gegen die Häuser der verängstigten Christenmenschen, die sich in ihnen aneinander drängten und beteten. Stundenlang brüllte der Sturm und der Regen sickerte durch die Reetdächer. War es das Unheil, das der Priester den Bürgern angekündigt hatte? Die Strafe Gottes, weil die Menschen nicht gottgefällig genug waren? Oder war es die Rache der alten Götter, weil die Menschen sie vergessen und verraten hatten? Sie, die die Menschen Jahrtausende geschützt und geleitet hatten. War das ihre Rache an dem Christengott und den Christenmenschen? Der Regen hatte den Brand der Kirche gelöscht. Der Priester jedoch sammelte sein Kruzifix und die Hostien ein, nahm seine Bibel und eilte auf die Häuptlingswarft, um in der Häuptlingshalle Schutz zu suchen. Die Häuptlingswarft, der Erdhügel, auf dem die Halle stand, war der höchstgelegene Punkt der Stadt. Was für ein Feigling! Anscheinend hatte nicht einmal er genug Vertrauen in die Macht seines Gottes oder war selbst so gottlos, dass er den Zorn seines eigenen Gottes fürchtete und beim Häuptling Schutz suchte. Die Menschen sahen es und waren in Sorge. Doch der Deichgraf stand weiter fest auf dem Deich und wankte nicht im Sturm. Das gab uns allen Sicherheit. Der heulende Wind drückte weiter Regen in die Stadt und das Wasser stand stellenweise knöcheltief in den Straßen und Häusern. Die Sturmflut drückte gegen den Deich, noch hielt er. Doch in der Nacht, niemand wusste zu welcher Stunde, erscholl das Horn des Deichgrafen und schlug Alarm. Es gab erste Risse im Deich. Die Menschen eilten zu ihm, Eimer und Schaufeln in der Hand, und sie erstarrten, als sie auf den Deich kamen. Die Nordsee war schwarz. Der Wind zerrte kalt an den Kleidern und im Zucken der Blitze sahen wir, wie die Nordsee aufgewühlt mit hochgeschlagenen Wellen fast bis zur Deichkrone reichte. Das Meer war gekommen und es griff nach der Stadt. An einigen Stellen peitschte die erste Gischt über die Deichkrone. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Deich brechen würde. »Wir müssen den Wall verstärken«, rief Torwald, der Handwerksmeister. »Wir können hinter dem Deich einen Graben ausheben und mit der Erde den Rumpf verstärken und die Krone erhöhen.« Doch der Deichgraf schüttelte den Kopf und deutete auf die rauchende Kirche. Wir alle wussten, es waren die Götter oder Gott und kein Deich der Welt konnte sie in ihrer Wut aufhalten. Und wir alle wussten, was das bedeutete. »Wir müssen den Deich segnen und unter den Schutz der Götter stellen«, befand er. Und die älteren Menschen, die noch mit der feinen Sitte aufgewachsen waren, nickten. Sie wussten, was das bedeutet. Sie wussten, dass man die Felder im Frühling mit Milch segnet. Dass man das Vieh im Herbst segnet, indem man es zwischen gewaltigen Feuern hindurchtreibt. Dass man den Hausgeistern und Kobolden Opfergaben bringt, um sie milde und günstig zu stimmen. Und sie wussten auch, wie man den Deich segnet. Und so fiel die Wahl auf Lydje Björn, einem blonden, liebenswerten und immer gut gelaunten, dicklichen Jungen, dem Sohn des Hafenmeisters.
Man zerrte ihn unter den Schreien und dem Wehklagen seiner Mutter aus dem Haus hinaus in den Regen, während sein Vater, ein gläubiger Christ, auf Knien vor dem Deichgraf lag und um Gnade flehte. Doch es half nichts. Auch er musste einsehen, dass die Lage dramatisch war. Das aufgewühlte Meer drohte jederzeit über den Deich zu brechen. Und dann war die Stadt verloren. Es musste sein. Der Sturm nahm weiter an Kraft zu. Blitze zuckten über die wütende Nordsee und Donner brach sich an den Häuserwänden. Man hub ein Loch auf der Deichkrone aus. Lütje Björn sah zu und verstand nicht, was das bedeutete. Doch schon bald wurde ihm eine große Ehre zuteil. Er würde die Stadt und die Menschen vor der Sturmflut bewahren, indem er den Deich sicherte. Als das doch ausgehoben war, bedeutete man dem Jungen, sich an dessen Rand zu knien, und brav wie er war, befolgte er die Aufforderung lächelnd. Seine Mutter schrie auf, als man den Knaben einen Schlag auf den Kopf versetzte, sodass er benommen und verwirrt zusammenbrach. Man stieß ihn, noch lebend, in die Grube und Regen fiel auf ihn. Gerhard, der Deichgraf, schnitt sich mit einem Messer in die Hand und sein Blut tropfte auf Björn. »Möget ihr Götter diesen Deich segnen und standhaft machen! Möge kein Sturm ihm je wieder gefährlich werden!« schrie er, die Arme erhoben in den Wind. »Möge sein Opfer den Deich stark und sicher machen und Björn, der Knabe, einen Platz in Odins Halle finden. Nie wieder sollen die Asen und Wanen in dieser Stadt beleidigt werden.« Und mit Segenssprüchen an die Götter wurde die Grube zugeschüttet, in der der benommene Junge unter der nassen Erde als Deichopfer qualvoll erstickte. Er wand sich verzweifelt in der nassen Erde, versuchte sich frei zu graben, doch von oben wurde weiter Erde auf ihn geschaufelt. Angst überkam den Jungen, während er starb. Aber es war für eine gute Sache. Für das Überleben der Stadtbewohner. Es war getan. Den Göttern wurde ein Opfer dargebracht. Der Sturm würde vorüberziehen und die Menschen würden ihrem normalen Leben nachgehen. Langsam graute ein fahler und düsterer, sturmgepeitschter Morgen. Und dann zerriss ein unendlich langer Blitz das Zwielicht und erleuchtete den wilden, aufgepeitschten Himmel und die tosende See. Und in der Ferne sahen die geschockten Menschen eine riesige Welle, einen Kavenzmann auf den Deich zurollen. Das Opfer kam zu spät. Als sich die Welle vor dem Dach auftürmte und vor der Insel brach, stürzten Wassermassen auf die Deichkrone ein und rissen den Deichgrafen und die Bürger der Stadt von den Beinen und schwemmten sie nach Luft japsend in die Siedlung. Die Wucht der Riesenwelle war so stark, dass sie ein Stück aus dem Deich riss und die Leiche des kleinen Björn vor die Kirche schwemmte. Der Zorn der Götter hatte den Deich gebrochen. Sie wollten die Stadt nicht verschonen. Die nächste Sturmböe drückte die Wassermassen der Sturmflut gegen die Lücke im Deich und das kalte, salzige Wasser fraß sich einen Weg in die Stadt. Erst ein kleines Rinnsal, dann stürzte die Nordsee auf die Häuser zu und nahm sich mit kalten Zähnen, was immer sie erreichen konnte. Die Menschen rappelten sich auf und rannten schreiend zur Häuptlingswarft, der höchsten Erhebung der Stadt. Sie brachen die Tür zur Halle auf, kauerten sich in die Ecken des Hauses und, wer nicht hinein konnte, klammerte sich von außen an die Halle und sah im dämmernden Tag, wie die Sturmflut in die Stadt brandete und die ersten Häuser der Stadt verschlang. Sie brachen zusammen und Menschen flüchteten sich auf die Dächer. Das Vieh ertrank in der eiskalten See. Die Nordsee spuckte das Deichopfer wieder aus und spülte die Kinderleiche an die Warft des Häuptlings, als das Wasser sie erreichte. Die Stadt war gefallen. Die Häuser, auf deren Dächern die Menschen Schutz gesucht hatten, brachen zusammen und verschwanden mit einem Schreien und Wehklagen in den brodelnden Fluten. Dann, ganz plötzlich, verstummte der Sturm. Es war beinahe ruhig. Kein Ton, kein Mensch sprach. Der Priester, der bis zu dem Moment beim Häuptling am warmen Feuer gesessen hatte, fiel auf die Knie und stimmte das Vaterunser an. Die Christenmenschen sammelten sich um ihn und stimmten in das Gebet ein. Als er beim Amen angelangt war,
zerriss ein ohrenbetäubender Donner den Morgen und der Sturm holte erneut Atem, um stärker und gnadenloser zum finalen Angriff zu blasen. Unser Schicksal war besiegelt. Rungholt war gefallen. Die Sturmflut nahm sich die Häuptlingswarft und riss beinahe alle Menschen in einen kalten, eisigen Ertrinkungstod. Ein Schreien und Entsetzen schwoll an, als die Wellen die Halle erreichten und nach den ersten Menschen griffen. Das Schreien schwoll an und wurde zu einer Panik, als wir begriffen, dass es keinen Ausweg mehr gab als den Tod. Und es verebbte in einem Gurgeln, als die Menschen ertranken. Dann war alles still. Nur der Wind pfiff über die Warft. Welche Götter nun letzten Endes Rache nahmen, sie schickten ihre Opfer auf den Grund einer kalten, dunklen See. Wie ich gerettet wurde, ich weiß es nicht. Und wie viele Tage ich auf einem Holzbalken trieb, bis ich an die Küste getrieben wurde und von euch gnädigen Menschen ins Warme gebracht wurde, ich weiß es nicht. Doch so wahr ich hier vor euch stehe, ich schwöre von allen Göttern dieser Welt, als ich aufs Meer hinausgerissen wurde, läuteten hinter mir in der versinkenden Stadt die Kirchenglocken. Rungholt liegt jetzt auf dem dunklen Grund der Nordsee und die Geister der Toten gehen jetzt in den Häusern ein und aus. Welche Götter an uns Rache genommen haben, ich weiß es nicht. Auch nicht, warum ich überlebt habe. Doch ich sage euch, lästert die Götter nicht, wenn ihr nicht an einem sicheren Ort seid. Und lästert sie nicht, wenn ihr eure Deiche nicht gesegnet habt. Wenn ihr draußen, wo Rungholt war, Kirchenglocken hört, dann flieht. Denn dann kommt ein Sturm.